Ja, schönen guten Abend und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Late Night Soaring. Es ist wieder Donnerstag. Es ist schon Februar. Es ist wieder 20:30 Uhr und wir sind wieder live für euch auf Sendung. Bevor wir zu allem weiteren kommen, würde ich erstmal kurz die Runde vorstellen der Leute, die heute dabei sind. Erstmal mein Co-Host und der eigentlich Begründer und Ideengeber von Late Night Soaring im Allgemeinen, auch manchmal live auf Sendung mit dabei. Heute zum Beispiel Michi Wiesbacher. Guten Abend. Dann haben wir auch im Kernteam, im Gründerteam sozusagen von Late Night Soaring aus Unterwössen heute dabei, den Roland Henz. Ja, hallo zusammen wieder. Und damit auch der Nicht-Alpen-Bereich von Deutschland gut vertreten ist, haben wir aus Sachsen heute wieder dabei, Jan Reinecke. Guten Abend. So, ja, einer fehlt. Das fällt natürlich auf, nicht nur uns, sondern euch auch. Schöne Grüße an der Stelle von Matthias. Er ist relativ wohlauf. Es geht ihm also den Umständen entsprechend gut. Wir haben am Montag mit ihm auch ein Zoom-Meeting gehabt. Er lässt euch alle schön grüßen. Er wäre gerne auch auf Sendung wieder mit dabei. Es wird auch nicht mehr lang dauern. Dann ist es auch wieder soweit. Unser Thema heute könnte sein, dass es ein paar von euch ein bisschen erstaunt hat, als ihr die Vorankündigung gesehen habt, weil eigentlich genau dieses Thema vor ein paar Monaten schon mal auf der Agenda stand für uns, nämlich vom Scheinneuling zum Streckenflugpilot. Wie trainiere ich Streckenfliegen oder wie trainiere ich Segelfliegen, Leistungsflug im Allgemeinen? Das war eine ziemlich coole Folge, die da so vor 2 Monaten ungefähr stattgefunden hat. Wir hatten da Holger Back mit dabei, Klaus Triebel hatten wir dabei, Gerd-Peter Lauer, also drei eigentlich der bekanntesten Segelflugtrainer, die es in Deutschland so gibt. Und es war eine ziemlich coole Folge. Hat uns auch großen Spaß gemacht. Wir haben alle viel gelernt dabei und es hat auch sehr, sehr viele Klicks bekommen. Wir haben aber dann nach dieser Sendung relativ viele Zuschriften bekommen auf latenightsoaring@gmail.com. Da bekommen wir gerne auch immer wieder Post und lesen die auch. Feedback von allerlei Zuschauern. Und da waren einige Leute zum Glück, muss ich sagen, sehr, sehr ehrlich und haben gesagt, ja, das war zwar eine schöne Folge und mit den Gästen, mit Gerd Peter und mit Holger Back und Klaus Triebel, das war hochinteressant. Es war aber von unserer Seite aus, haben die gesagt, also von Seite der Moderatorin aus, eine Themaverfehlung, weil wir nämlich eigentlich eher darin abgeglitten sind, zu beschreiben, wie man denn mithilfe dieser hochklassigen Trainer und der Leute aus dem C-Kader, B-Kader, A-Kader, wie man denn vom Streckenpilot zum Wettbewerbsflieger und zum sozusagen zum Hochleistungsflieger trainieren kann und wird. Und nicht so sehr, wie man eben als Einsteiger überhaupt erstmal auf so ein grundsätzliches Niveau kommt, was Streckenflug betrifft. Das war ja eigentlich das Ziel und das war ja auch das, was sich die Zuschauer gewünscht hatten im Vorhinein. Wir nehmen diese Kritik natürlich sehr ernst. Wir freuen uns auch darüber, dass auch die Leute, die Zuschauer so ehrlich sind und uns sagen, wenn mal eine Folge ein bisschen nicht so gelungen ist, wie sie eigentlich geplant war. Ich glaube, Roland, du hast es ganz schön gesagt. Wir sind ja ein Streckenflug-Stammtisch, so nennen wir uns selber. Und am Stammtisch setzt man sich zusammen und es ist nie ganz genau klar, wohin so ein Gespräch dann am Ende führt. Und in diesem Fall war es eben auch so, dass es ein bisschen in eine andere Richtung geführt hat, als die, in die wir das eigentlich vorhatten. Deswegen haben wir beschlossen, dass wir es nochmal versuchen und dieses Thema jetzt nochmal beleuchten. Diesmal haben wir, wie ihr jetzt auch schon gesehen habt, eigentlich gar keinen Gast so richtig eingeladen. Wir sind also selber heute ein bisschen unser Gast, weil wir das auch mal ganz gerne machen, uns einfach mal einen Abend hinzusetzen und miteinander zu reden. Und ihr dürft gerne natürlich im Live-Chat Fragen stellen. Ihr dürft gerne auch was dazu beitragen. Wir versuchen auch mitzulesen und darauf einzugehen. Ansonsten haben wir uns ein bisschen was überlegt. Das war auch am Montag schon ganz lustig, als wir die Vorbesprechung gemacht haben. Ich glaube, wenn wir die Vorbesprechung live gestreamt hätten, dann wäre das wahrscheinlich eine ziemlich interessante Late-Night-Soaring-Folge gewesen. Aber jetzt haben wir zumindest ein bisschen einen roten Faden für heute. Genau, genug des Vorgeplänkels. Ich wollte noch, genau, ein paar Sachen wollte ich noch sagen. Das war, vielen Dank an diejenigen, die Vorankündigungen immer sehr, sehr nett veröffentlichen. Zum Beispiel im OLC ist immer drin, in Ankündigungen, wenn es wieder eine Late-Night-Soaring-Folge gibt. Freut uns natürlich. Auch auf der Seite vom Segelfliegen-Magazin steht das immer dabei. Also vielen Dank an diejenigen, die das machen und uns dadurch auch ein bisschen mehr Publicity, ein bisschen mehr Zuschauer bescheren. So, jetzt habe ich fast so lang anmoderiert, wie Matthias es normalerweise tut. Ich würde sagen, wir steigen in das Thema ein. Ja, wie wird man vom frischen Scheinpilot zum Streckenflieger? Wenn jemand diese Frage stellt aus der Perspektive, er möchte oder sie möchte das gerne tun, vielleicht Jan,
Fängst du mal an. Welche Frage stellst du dem oder derjenigen dann zuerst? Also wenn er sagt, hey Jan, kannst du mir helfen? Ich möchte Streckenfliegen lernen. Was möchtest du dann von dieser Person erstmal wissen vielleicht? Also für mich ist mal als erstes sehr interessant, überhaupt zu wissen, warum fliegt denn derjenige? Also gibt es einen gewissen Grund, was motiviert ihn, jetzt mit dem Streckenfliegen anzufangen, so ein bisschen die Beweggründe. Fast jetzt so ein Streckensegelflug können wir ja für uns alle vielleicht sagen, aber es gibt dann doch noch ein paar andere Gründe, wo man so ein bisschen dahinter schauen muss, sodass derjenige auch dranbleibt. So würde ich, also meine erste Frage ist immer dann erstmal, warum fliegst du? Da gibt es ja doch verschiedenste Arten und ja, ich denke mal, jeder hat da so seine eigene Motivation, das zu tun. Und ich denke, da kann ja auch Michi oder Roland was dazu sagen. Jeder ist ja, wir sind ja auch alle in einem anderen Alter und haben auch eine andere Sicht darauf, warum wir Streckenfliegen machen. Also vielleicht auch von meiner Sicht, ich sehe es genauso wie Jan eigentlich. Spannend ist natürlich letztlich auch immer, mit wem habe ich es zu tun. Ich versuche natürlich immer ein Bild zu machen von demjenigen, mit dem ich fliege. Was hat er eigentlich überhaupt für eine Haltung? Alter spielt eine Rolle, Geschlecht, ist es eher ein ängstlicher Typ? Also das Ganze drumherum spielt eine Rolle und dann einfach mal abklopfen, wirklich in die Richtung gehend. Was kann denjenigen motivieren? Ist es jetzt eher vielleicht auch ein, ja, sag mal, kopfgesteuerter Mensch, jemand, der gefühlsmäßig unterwegs ist? Das sind verschiedene Aspekte, die schon von vornherein für mich dazu führen, mal eine kleine Grundausrichtung für mich zu finden, wie ich mich mit dem unterhalte. Und dann ist natürlich ganz wichtig, im Anschluss versuchen zu überlegen, wie kriege ich denjenigen dazu, dass er Spaß am Streckenfliegen bekommt. Würdet ihr denn jedem oder jeder Anwärterin, Anwärter empfehlen, das Streckenfliegen zu verfolgen? Und wenn nein, warum nicht? Oder wenn ja, warum schon? Also ich finde, dass da eine gewisse Eigenmotivation auf jeden Fall vorhanden sein muss. Jemand, der das zwar schön findet, also ich glaube, man kann da ja zwei Komponenten unterscheiden. Einmal das Erlebnis im Sinne von die Aussicht genießen und die Landschaft genießen. Und einmal der sportliche Aspekt. Und man muss schon beides mögen. Also nicht nur Aussicht und Erlebnis, sondern auch diesen sportlichen Anreiz, um wirklich sinnvoll Strecke zu fliegen, bin ich der Meinung. Weil jeder, der ernsthaft Strecke fliegt, wird automatisch, behaupte ich, auch einen gewissen Leidensweg durchgehen müssen. Und nur wer diesen sportlichen Anreiz auch hat, wird es durchstehen, würde ich sagen. Ich würde auch dazu ergänzen, wir sind ja nicht alle gleich. Also jeder ist ja doch irgendwo anders. Und da muss man auch einfach schauen, was passt denn zu demjenigen immer am besten. Also es gibt Leute, die sind vielleicht nicht die Streckenseeflieger, aber wir sind Vereine, die sind so komplex, dass der Segelflug an sich ist ja so komplex, dass es da für jeden doch, sag ich mal, die passende Art und Weise gibt. Das heißt dann auch Kunstflug oder einfach nur an der Windentechnik basteln, weil das einem auch Spaß macht. Das gehört ja genauso dazu in unserem Vereinsleben. Und es muss nicht jeder zum Streckenflieger geprügelt werden, weil manchmal ist das ja auch so von außen, du musst jetzt oder so. Nein, das muss ja jeder von sich aus auch wollen. Und ich glaube, auch jeder kann in unserem Verein das finden, was ihm die Erfüllung bringt, um auch weiter Spaß an seinem Hobby zu haben und nicht irgendwann frustriert zu sein und dann gänzlich das Hobby aufzugeben. Das ist tatsächlich ein Ding, dass es, glaube ich, doch in manchen Vereinen schon so ein bisschen so eine Kultur gibt, die Leuten, die Streckenfliegen erfolgreich betreiben, mehr Stellenwert zuweist als Leuten, die das nicht machen. Und das ist natürlich jetzt auch, wenn wir hier im Streckenflug-Stammtisch sind und das Ganze natürlich sehr, sehr hoch preisen immer, überhaupt nicht der Zweck von dem, was wir hier sagen. Wir wollen lediglich den Leuten, die das wirklich möchten, eben auch den Weg bieten oder helfen, diesen Weg zu bieten, das dann auch hinzukriegen. Michi, du hast jetzt vorhin einen schönen Begriff gesagt, nämlich, dass das eigentlich ein richtiger Leidensweg ist, den wir hier beschreiben. Wenn man den Schein gemacht hat, das war ja wahrscheinlich auch schon ein bisschen Leidensweg überhaupt, erstmal die Segelflugausbildung erfolgreich durchzustehen. Sowas dauert ja auch 2 Jahre von eigenem Engagement, das wirklich sehr, sehr viel Zeit und Ressourcen frisst. Was meinst du, wie geht es danach vom Zeit- und Ressourcenmanagement weiter?
Was kann man sich erlauben, vielleicht ein bisschen zurückzustecken, fliegerisch? Also muss man weiterhin so viel wie in der Ausbildung dranbleiben? Oder wie muss man sich ändern, nachdem man den Schein hat, um weiterhin quasi nicht nachzulassen? Also ich glaube, dass es da nicht eine goldene Anzahl an Stunden oder an Starts gibt, sondern das hängt natürlich individuell von der Lernkurve jedes Einzelnen ab. Aber man muss natürlich schon darauf achten, dass man eine gewisse Übung behält, weil mit, ich sage jetzt mal, 3-4 Starts pro Jahr wird man nicht auf einen grünen Zweig kommen. Erstens, weil es schon ein Sicherheitskriterium ist, und zweitens, weil natürlich auch die Wiederholung und die Erfahrung letztendlich einer der Schlüssel ist, um erfolgreich und Strecke zu fliegen und auch Spaß dabei zu haben. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, die ersten Streckenflüge waren für mich schon sehr stressig, und so richtig genießen konnte ich es erst mit ein bisschen Erfahrung. Das heißt jetzt nicht, dass die ersten Streckenflüge gar keinen Spaß gemacht haben, aber das Spaßlevel zumindest bei mir persönlich ist deutlich angestiegen, ich sag mal mit 100 Stunden nach Schein. Und so, umso mehr Arbeit man natürlich reinsteckt und umso engagierter man da am Ball bleibt, umso früher wird sich da auch der Lernerfolg einstellen natürlich. Sag mal so eine Benchmark, wie viele Stunden, sagen wir mal pro Jahr jetzt eigentlich mal, würdet ihr empfehlen, dass man am Anfang fliegt, um sozusagen einfach einen konstanten Lernerfolg erzielen zu können? Oder auch wie viele Stunden sind zu wenig? Also ich würde sagen, man sollte Pi mal Daumen 100 Stunden ansetzen als Ziel. Ja, hätte ich auch gesagt, finde ich gut. 100 Stunden, das, ja. Wer viel weniger als 100 Stunden fliegt, glaube ich, braucht zu lange, um sozusagen vielleicht auch nach der Winterpause oder sowas wieder auf das Niveau zu kommen, auf dem man im vorherigen Jahr war. Also das ist ganz gefährlich, da auf diese Mühle zu kommen, wo man nicht weiterkommt dann irgendwie, glaube ich. Ja, und 100 Stunden fliegen im Jahr, da gehört doch einiges dazu. Also das ist heavy, das ist nicht ohne. Ja. Ja, ich denke, das ist auch insofern ein Aspekt, wenn man anschaut, dass in vielen Vereinen, würde ich sagen, der Durchschnitt bei vielen Piloten vielleicht um die 30 Stunden im Jahr liegt, natürlich mit Variation. Das ist natürlich schon eine ganz schöne Herausforderung für den einen oder anderen, auch tatsächlich so zu viel zu fliegen, dass er entsprechend fit ist. Aber das ist letztlich, denke ich mal, schon eine wesentliche Voraussetzung. Ja, da hätte ich auch fast so geschätzt auf 30 Stunden. So in dem Verein wird wahrscheinlich so das Mittelmaß sein. Also 50 Stunden ist, denke ich, schon aber eigentlich eine Benchmark, die man probieren sollte, auf jeden Fall zu erreichen, um auch ein gutes Level zu haben, um auf einem guten Trainingsstand erstmal zu sein. Und dann so alles 50 Stunden aufwärts ist dann eigentlich das, was man trainiert. Und dann ist halt wirklich so 100 Stunden, was dann Michi gesagt hat, genau diese 50 Stunden, die, wo man lernt in diesem Jahr. Das muss man halt jedes Jahr dann aufs Neue mitnehmen. Und wenn man halt weniger ist, lernt man halt weniger. Und es ist nun mal einfach so, je mehr man fliegt, desto mehr Erfahrung hat man, desto mehr hat man gesehen, desto mehr hat man erlebt. Und dann kommt dieser Lernprozess auch in Anführungsstrichen fast von alleine, einfach weil man vom Wissen zerren kann, was dann andere, die weniger fliegen, einfach nicht hat. Ich finde, ein Punkt ist auch noch, wenn ich jetzt vergleiche zwischen jemandem, der schon, ich sag mal, 500 Stunden aufwärts geflogen ist, oder vielleicht 1000 Stunden aufwärts, und jemand, der gerade frischen Schein hat. In einem Schein-Neuling werden die vielen Stunden sicherlich mehr weiterhelfen als jemand, der schon eine gewisse Erfahrung hat. Also ich behaupte, anders gesagt, am Anfang der Lernkurve ist es noch wichtiger, viele Stunden zu haben, als wenn man schon einen gewissen Erfahrungsschatz hat. Dann kann man eher mal mit weniger Stunden pro Jahr trotzdem seinen Stand erhalten. Aber lernen wird, behaupte ich, nur gehen, wenn man eine gewisse Regelmäßigkeit beim Training hat. Ich würde da gerne, um genau das zu unterstreichen, eine Geschichte erzählen, da muss ich jemanden zitieren, und zwar eine ganz interessante und auch wirklich erfolgreiche, tolle Pilotin aus jetzt inzwischen Königsdorf, die zu unserem Königsdorf quasi hingewechselt ist. Andrea Abt hat einmal eine Geschichte von sich selber erzählt, wie sie eigentlich nach vielen, vielen Jahren so halbscharriger Streckenfliegerei, aber nie so richtig was angepackt und dann auch nicht genug geflogen, dann irgendwann begriffen hat, was sie tun muss, damit sie über den Punkt hinauskommt, an dem sie wirklich vom Segelfliegen so viel rausbekommt, wie sie es eigentlich gerne möchte. Und da, das wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen lächerlich. Ich hoffe, Andrea verzeiht mir das, ich teile jetzt mal meinen Bildschirm. Und zwar, das ist jetzt mein Diagramm. Das ist so eine Art Diagramm, das hat
Andrea zumindest so von der Art und Weise her auch beschrieben. Und zwar, sie hat gesagt, also auf der rechten Achse jetzt von dem Diagramm, das ist jetzt sozusagen, wie viel Energie stecke ich ins Segelfliegen rein? Und auf der Hochachse ist, wie viel Spaß, wie viel Freude, wie viel bekomme ich wieder raus aus dem Segelfliegen? Und man erwartet ja eigentlich, dass es sozusagen so ist, je mehr man reinsteckt, desto mehr bekommt man auch raus. Also dass das irgendwie einfach so hier ungefähr funktioniert. Das ist aber in Realität definitiv nicht so, sondern in Wirklichkeit, ich zeige das mal so hin, wie ich das denke, dass es ungefähr ist, wenn man nichts reinsteckt, kriegt man auch nichts raus, klar, dann geht es sehr lang ziemlich flach. Ja, es kann sogar teilweise wieder runtergehen und so weiter, weil man sich engagiert und es dankt einem keiner. Und irgendwann wird es verdammt steil. Und irgendwann kommt man an den Punkt, wo man auf einmal die Möglichkeiten bekommt, fliegerisch auch was zu erleben, was zu machen, was man eben mit weniger Erfahrung, mit weniger Engagement, mit weniger Eigeninput eben nicht erleben konnte, nicht machen konnte. Und auf einmal hat man Möglichkeiten, die man vorher gar nicht erträumt hätte und ist dann hier oben unterwegs. Und das Problem ist, dass, das glaube ich auch, das glauben viele, um da auch nochmal Andrea zu zitieren, also wenn man hier unten, wenn man hier unten rumfliegt sozusagen oder rumsandelt, dass man, wie es in einem Verein halt so ist, wahnsinnig viel reinstecken muss und viel Arbeit hat und Arbeitsstunden und den anderen hilft und alles erledigt und sich um alles kümmert, aber halt selber vielleicht seine 20, 30 Stunden im Jahr fliegt, dann wird man zwangsweise hier unten feststecken. Man steckt also in eine Sache unglaublich viel Energie rein, zwangsweise, weil der Verein lebt auch davon, das ist notwendig. Man kriegt aber nur relativ wenig raus. Und der Trick ist ganz einfach, über diesen Punkt zu gehen und eben leider, es ist hart, noch mehr reinzustecken, weil man dann nämlich die Möglichkeit bekommt, eben diesen Bereich zu erschließen, indem man eben auch genügend für sich rausbekommt, indem man also ganz andere fliegerische Möglichkeiten sich eröffnet. Ich hoffe, meine etwas lächerliche Skizze hat nicht gestört, um dieses Prinzip zu erläutern. Aber also ich fand die Geschichte von Andrea in der Sache ist sehr, sehr beeindruckend, weil sie das wirklich hervorragend erstens begriffen hat, was sie da tun muss und zweitens auch dann umgesetzt hat. Aber das ist etwas, was, glaube ich, viele Segelflieger in Vereinen nicht richtig, entweder nicht richtig verstanden haben oder nicht richtig schaffen, umzusetzen für sich, über diesen Punkt hinauszugehen. Es sieht bei einem unter Umständen dann für diejenigen, die an diesem Punkt festhängen, also im unteren Punkt, so aus, als müssten sie noch ein Vielfaches ihres aktuellen Engagements in ihre Fliegerei stecken, um auf dieses Level zu kommen. Und das ist unter Umständen der Zugschluss, der dann viele davon abhält, eben noch ein bisschen mehr Arbeit reinzustecken. Ja, das ist ein super Punkt, weil so viel mehr ist gar nicht. Also diese flache Kurve am Anfang immer weiter nach rechts zu extrapolieren, ist eben falsch. Und die wird immer steiler, aber nur, wenn man halt auch konsequent weiter das Ganze treibt. Ja. Man ist quasi fast am Ziel. Die letzte Stufe ist quasi da und man geht sie einfach nicht mehr, weil man nicht weiß, dass man fast da ist. Es ist immer so ein bisschen dieses Rennen, ohne dass man weiß, wo das Ziel ist. Ja, und es ist auch hart. Also ich diesen Begriff Leidensweg, den nämlich gesagt hat, das klingt total dramatisch, das klingt auch total pathetisch irgendwie, aber es ist viel Wahrheit dran dabei. Ich denke, jetzt werden einige von den Zuschauern vielleicht ein bisschen selber reflektieren und sich überlegen, okay, dann ist es wohl so, aber wie soll ich denn 100 Stunden im Jahr fliegen in dem Umfeld, in dem ich bin? Also in dem Verein, in dem ich die Verantwortungen habe, in dem ich vielleicht gar nicht so viel Zugriff zu Flugzeugen habe und so. Deswegen glaube ich, sollten wir ein bisschen über das Umfeld sprechen, das man braucht oder das man sich vielleicht auch gestalten versuchen sollte, wenn man die Möglichkeiten dazu hat, um eben im Streckenflug gut einsteigen zu können und wachsen zu können. Vielleicht wollen wir versuchen, mal so den Verein, in dem sowas gut funktioniert, ein bisschen zu skizzieren. Also prinzipiell ganz wichtig finde ich schon mal offene Kommunikation. Also dass Leute, die Erfahrung haben, bereit sind, ihr Wissen auch weiterzugeben. Weil Vereinsstrukturen, in denen so ein Geheimnis rausgemacht wird und die Cracks nur unter sich bleiben, helfen natürlich Scheinerlinge nicht besonders weiter. Absolut. Und ich denke, gleich an der Stelle geht es gleich noch weiter. Sich versuchen, ein kleines Team an Interessierten zu vernetzen, wenn es das nicht eh schon gibt, oder zu versuchen, sich anzuschließen. Einzelkämpfertum im Verein für Streckenfliegen ist sehr, sehr schwierig. Also je mehr Leute in die gleiche Richtung blasen, umso besser funktioniert das in der Regel. Ja, Segelfliegen ist ja am Ende immer noch eine Teamsportart auch, sei es einmal, um in die Luft zu kommen, weshalb wir hier Vereine haben, weil wir im Team nur das Hobby betreiben können. Aber auch in der Luft sind wir keine Einzelkämpfer, sondern können wir uns immer noch zusammen
gegenseitig steigern und da kann natürlich auch so wie ein kleiner Wettkampf draus gemacht werden, sage ich mal. Aber gar nicht ein Wettkampfgedanke, sondern sich so ein bisschen gegenseitig einfach anstacheln. So, wenn man mal nicht so motiviert ist und andere sagt, hier, ich gehe dieses Wochenende auf Flugplatz, wir fliegen, dass man dann vielleicht doch auch nochmal mit rauskommt und fliegen geht, ist ja so wie Fitnessstudio trainieren oder bei allen anderen Sportarten, dass dann einem manchmal dann doch die Motivation wieder fehlt. Und so kann man die sich natürlich dann auch wiederholen. Da ist im Chat gerade was Schönes gefallen, und zwar schöne Grüße an Gerrit Feige. Gerrit war damals für eine Zeit lang, als ich im C-Kader war, wo ich schon ja vielleicht ein bisschen fortgeschrittener war, war er im Prinzip einer meiner wichtigsten Bezugspersonen als Mentor. Und wir sind viel miteinander geflogen, wir haben viel erlebt, Erfolge und auch Misserfolge, und haben wahnsinnig viel gelernt, also ich zumindest daraus. Gerrit schreibt, für die Frage, wie viel man eben aus dem Segelfliegen wieder rausbekommt, wenn man was reinsteckt, ist es auch entscheidend, dass man, ob man alleine das sich aneignen muss und trainieren muss, oder ob man eben genau wie ihr jetzt auch sagt, eben jemanden dabei hat, was eben auch ein Mentor sein kann im Verein oder zumindest mal ein Partner, mit dem man gemeinsam wachsen kann. Und das, glaube ich, ist ein super guter Punkt. Auf jeden Fall. Man sollte dann natürlich auch schauen, dass es vielleicht, wenn man, wie wir beim Thema Verein selbst sind, auch, dass man schaut, wie das alles passt, wie der Verein zu diesem Thema Streckenflug passt. Sei es einmal Flugzeugpark, da geht es halt nicht immer auch ums schönste Flugzeug. Ich glaube, der Jan, der heute leider nicht mit dabei ist, kann das auch sehr gut bestätigen, dass es nicht immer auf den Flugzeugtyp drauf ankommt, um Großstrecken zu fliegen. Es kommt einfach darauf an, dass ich auch ein Flugzeug häufig zur Verfügung habe. Es nützt halt nichts, wenn ich 20 Mal draußen bin, aber nur zweimal zum Fliegen komme, wenn dann kein Flugzeug mehr da ist, weil der Verein einfach nicht genügend Technik hat. Das ist dann eben der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist halt auch, dass einmal der Vereinsflugzeugpark oder der Vereinsflugzeugpark mit dem Privatflugzeugpark vielleicht auch harmoniert, wenn mein Partner vielleicht ein Privatflugzeug hat oder eben beide Vereinsflugzeuge fliegen, dass die auch miteinander harmonieren, sodass man auch die Sachen zusammen erleben kann. Was jetzt Benni ja auch erzählt hat, dass ihr tolle Momente zusammen hattet. Die kann jeder zusammen sich erschaffen. Muss natürlich trotzdem irgendwo passen. Es nützt halt selten was dem Discus 2 mit 18 Meter mit der K8 nebenbei zu fliegen. Ist halt einfach so. Lieber zwei LS4 und dann zusammen Spaß haben, sage ich mal. Jetzt haben wir also eigentlich schon zwei super wichtige Punkte, die eigentlich im Umfeld nicht fehlen dürfen, rausgearbeitet, nämlich natürlich einmal die Partner, entweder Mentoren oder eben Leute, die miteinander mitmachen. Andererseits aber natürlich auch den Flugzeugpark, also einfach das Material. Da ist natürlich, also ganz klar, jetzt nicht jeder Pilot, jede Pilotin und auch nicht jeder Verein mit den gleichen Möglichkeiten ausgestattet. Es gibt aber, glaube ich, schon Lösungen, die man da gerne anwenden kann. Ich sehe aber oft auch Vereine, denen das wirklich nicht gut funktioniert. Ich habe versprochen, heute Abend nicht zu so viel zu kranteln, aber was ich manchmal sehe in Vereinen, finde ich wirklich teilweise unfassbar, was für Kriterien da auferlegt werden, um das bessere Vereinsflugzeug fliegen zu dürfen oder so. Also man darf erst, wenn man 150 Stunden K6 geflogen ist, darf man irgendwann ein Kunststoffflugzeug fliegen oder irgendwelche. Also bei sowas, da stellen sich mir alle Haare auf, weil dann steht eben das bessere Flugzeug ungenutzt in der Halle, weil es keiner fliegen darf. Und am Ende fehlt es am Material und die Leute kommen nicht zu den Flügen, die sie gerne machen würden. Ich glaube, was viele Vereine da nicht verstehen, und das ist was, glaube ich, in der Segelfliegerei allgemein noch sehr weit verbreitet ist, die meisten wissen nicht, dass ein Discus 2 zum Beispiel viel, viel, viel einfacher zu fliegen ist als ein Astier. Ja, und auch dadurch auch viel sicherer. Also ein Astier fliegen ist als Anfänger so viel gefährlicher, als ein Discus 2 zu fliegen. Und insofern, ich finde, es sollte da gar keine Diskussion geben, mit welchen Qualifikationen man das bessere Flugzeug fliegen dürfte. Wenn es sich jetzt nicht von mir aus um ein offene Klasse-Flugzeug oder sowas handelt. Aber so handelsübliche, inzwischen Leistungsflugzeuge, wer da den Zugang aktiv verwehrt bekommt, hat natürlich ein Problem. Und das ist ein Problem, was die Vereine intern lösen müssen. Also, ich glaube, kurz gesagt, man sollte die Anzahl an Starts und Stunden, die für ein Flugzeug notwendig sind, wirklich an der fliegerischen Anforderung an den Pilot festmachen und nicht an dem Status im Verein des Piloten. Also, da finde ich zum Beispiel die Regelung, die wir bei uns im Verein haben, eigentlich super. Jeder Pilot muss seine Ziellandungen machen, weil da geht es einfach um die Sicherheit.
Aber ansonsten dürfen alle Flugzeugtypen von allen Piloten auch direkt nach Schein geflogen werden. Und komplizierter muss man es meiner Meinung nach gar nicht machen. Gut, ich denke auch ein entscheidender Punkt ist, viele Vereine sind einfach in der Historie gewachsen, haben ihre bestimmten Rahmenbedingungen, die aus teilweise älteren Zeiten kommen. Man kann im Prinzip auch bloß jetzt dazu anregen und zu versuchen, vielleicht die eine oder andere Struktur auch mal zu überdenken und ein Umfeld zu schaffen, das vielleicht auch einen Anreiz gibt zum Streckenfliegen. Das soll ja nicht jetzt darauf rauslaufen, jetzt hier irgendwo die Vereine in Revolution zu führen. Aber ich denke, es gibt viele Vereine, die vielleicht doch mal drüber nachdenken müssen, ob sie nicht etwas mit der Zeit gehen. Ist eine schwierige Aufgabe, aber ein gutes Umfeld für einen Streckenflug ist eine wichtige Voraussetzung. Und wenn es da krankt, dann wird der Einzelne früher oder später ein Problem haben. Ich glaube, da. Also okay, ich glaube, da kann man auch noch was Schönes ergänzen, was ich immer gerne sage. Flugzeuge sind zum Fliegen da und nicht zum am Boden stehen. Die wurden zum Fliegen gebaut. Und da kann man auch ein bisschen aus dem Verein, auch ein bisschen raustreten, diese Revolution oder dieser Gedanke, sondern auch ein bisschen an die Privatpiloten herantreten. Ist ja genauso. Es gibt so viele Leute, die einfach ein Flugzeug im Hänger stehen lassen und zweimal im Jahr damit fliegen. Kann man denn nicht dann lieber das noch irgendwie im Verein, Leute, die motiviert sind, die Lust dazu haben, Haltergemeinschaften oder verchartern im Verein zu Leuten, denen man Vertrauen hat, wie auch immer, das auch ein bisschen weiter öffnen, weil es ist doch auch viel zu schade, wenn die Flugzeuge einfach in diesem Hänger drinnen stehen und dort hinvegetieren. Dafür sind sie nicht gemacht. Ja, absolut. Also ich glaube, wenn man allein schon schaut, wie viele Flugzeuge es in Deutschland gibt und wie viele Piloten es in Deutschland gibt, ist die Pilotenanzahl ja leider ziemlich stagnierend, in manchen Jahren sogar leicht abnehmend, während aber die Anzahl der Flugzeuge mit den vielen, die jetzt gebaut und gekauft werden, man sieht, wie heiß der Markt ist, ja eigentlich ansteigen muss. Und das ist ja allein ein Zeichen dafür, dass es funktionieren müsste, dass jeder, der ein Flugzeug haben möchte, eben auch ein angemessenes Flugzeug zur Verfügung gestellt bekommt. Sei es durch Community, dass man sich zusammentut, sei es durch Vereine oder durch Verbindungen, sonst irgendwas. Was ich noch fragen wollte, auch so ein bisschen in dem Hinblick auf das Umfeld ist, was habt ihr für Erfahrungen mit Außenlandungen in euren Vereinen? Wie werden Außenlandungen gesehen? Ich würde jetzt, Michi, fangst du an. Ja, also bei uns zum Glück relativ easy, ist die Außenlandekultur eine positive. Man unterstützt sich gegenseitig und es wird niemand verpönt für Außenlandungen. Und ich finde, es ist ganz elementar. Erstens, weil Außenlandungen einfach dazugehören zur Lernkurve. Jemand, der ernsthaft Strecke fliegen lernen möchte, wird um Außenlandungen nicht drumherum kommen. Und das Zweite finde ich noch fast wichtiger. Außenlandungen zu verurteilen, ist auch ein Sicherheitsrisiko, weil Leute, die dann dadurch versuchen, Außenlandungen um jeden Preis zu vermeiden, bauen Umständen in niedriger Höhe Scheiße und das will niemand. Ich glaube, das sind zwei gute Aspekte von Michi und denen kann ich auch beiden nur so zustimmen und ich würde noch ergänzen, an sich in einem Verein sollte dieses Thema Außenlandung eigentlich eine ganz, ganz geringe Rolle jetzt spielen mit irgendwie, dass ich darüber nachdenken muss. Also wenn ich Strecke fliege, mache ich mir keine Gedanken, was passiert bei einer Außenlandung. Muss ich mir auch nicht, weil einfach die Vereinskultur es vorgibt, es wird einfach niemand draußen gelassen. Wir sind ein Team, sage ich wieder, wir sind ein Verein. Das heißt, es wird keiner auf dem Feld stehen gelassen. Sei es unter der Woche, sei es am Wochenende, da fährt man halt abends noch los. Das gehört nun mal zu unserem Hobby dazu und man erwartet selbst von den anderen, aber die erwarten es auch von einem. Wenn man sich jeder daran hält, funktioniert das auch. Und das hat ja auch Jan letztes Mal gesagt, man erspart sich mit dieser Kultur auch sehr viel Stress, weil man nicht immer erst vor dem Flug jemanden fragen muss, ja, könntest du mich zurückholen und so. Weil von den 10 Flügen, die man macht, kommt vielleicht einer zur Außenlandung. Das heißt, neunmal fragt man umsonst und macht neunmal umsonst Stress. Und das stresst eigentlich alle anderen viel mehr, als wenn man einfach das so pauschal sagt, dass einfach keiner draußen bleibt und man dann abends losfährt, wenn einer draußen liegt. Also ich denke auch ein ganz wichtiger Aspekt ist, was du auch schon genannt hast, eine Außenlandung gehört einfach zum Streckensegelflug dazu. Deswegen, es sollte nie in irgendeiner Form sanktioniert sein.
Es gibt vielleicht jetzt ein paar Sonderfälle. Bei einem geplanten Streckenflug, die Außenlandung ist sicherlich anders zu sehen als vielleicht die ungeplante. Sprich, wenn ich auf einen Streckenflug wirklich gehe, ist eine Außenlandung immer einzukalkulieren. Und dann sollte ich noch vielleicht im Vorfeld auch schon zumindest das Drumherum etwas organisieren. Was aber natürlich auch passieren kann, dass ich einfach mal so auf der Wiese sitze und da sehe ich so, dann sollte das absolut kein Thema sein. Keiner bleibt draußen und es sollte gar nicht erst dazu führen, dass irgendjemand in Anbetracht einer eventuellen Außenlandung nachher sich einschränkt oder gar Bedenken hat. Und jetzt auch mal, um so eine Benchmark zu nennen, also wir haben ja in unserem Verein, wo Michi und ich sind, zum Glück recht viele Leute, die diesen Weg vom Scheinpiloten zum Streckenflieger eben gehen können und auch gehen dürfen natürlich sehr gerne, die dann natürlich auch vermehrt mal Außenlandungen machen. Ich sage so als Erfahrungswert, so in den ersten 2 Jahren machen solche Pilotinnen oder Piloten dann vielleicht je 3 bis 5 Außenlandungen. Es kann auch mal mehr sein. Das ist ja jetzt auch nicht so, dass das eine bahnbrechende Zahl wäre, wo man sagt, was ist das für ein Aufwand und was ist das, was soll das, sondern also das muss einfach im Verein verankert sein, akzeptabel sein. So, nur mal eine Zahl in den Raum zu werfen. Also 3 bis 5 Auslandungen im Jahr für die Anfängerjahre sind wahrscheinlich zu erwarten, sind normal, sind akzeptabel auf jeden Fall. Wer jetzt 15 Mal außen landet, glaube ich, sollte sich schon fragen, ob man vielleicht mit der Strategie ein bisschen anders vorgehen sollte, ein bisschen weniger aggressiv runterfliegen oder vom Platz wegfliegen sollte. Aber alles andere habe ich überhaupt kein Problem damit. Jetzt ich selber nach vielen, vielen Jahren Streckenflug, ich lande auch noch, ich fliege ja fast immer ohne Motor, auch noch 1 bis 2 Mal im Jahr lande ich auch außen. Und da schaut mich auch keiner komisch an, deswegen ist alles super. Man muss auch einfach sehen, bei der Lernkurve, man wird Fehler machen, macht auch jemand mit zig 100 Stunden immer noch. Und Fehler bedeuten manchmal eine Außenlandung. Und wenn man nicht außen landet, wenn jemand Außenlandung strikt vermeidet, bedeutet das für mich auch, dass der oder diejenige dann auch nichts dazulernen. Also ich bin der festen Überzeugung, ohne Außenlandungen zu riskieren, wird man nie was dazulernen. Also finde ich Außenlandungen auch ein ganz, ganz schlechtes Qualitätskriterium für Können oder für einen Piloten. Neugieriger Pilot, der was dazulernen möchte, wird zwangsläufig ab und zu auf dem Acker sitzen. Ja, da kann ich nur eine kleine Anekdote. Ich war im Trainingslager vor 2 Jahren. Und ein Lehresheim und wir sind 4 oder 5 Tage geflogen. Ich bin einfach jeden Tag außen gelandet. Das ist, kann auch einfach mal passieren, dass man keinen Tag es irgendwie auf die Reihe kriegt, so richtig. Aber das gehört dazu und es hat auch keinen irgendwie gestört oder sonst was. Das ist halt das Schöne gewesen. Und dafür ist die Lernkurve natürlich trotzdem extrem groß gewesen und man nimmt dann halt das alles mit und darf sich halt nicht darüber ärgern über die Sache. Jetzt haben wir recht lang über die Kultur im Verein und dieses Außenlanden so gesprochen und noch ein paar andere Dinge, die im Verein gut oder schlecht auch laufen können. Was sind denn noch ein paar andere Punkte? Einfach, dass wir ein bisschen sammeln, die Vereine konkret gut oder vielleicht auch nicht so gut als Voraussetzungen bieten können, damit ein guter Nährboden für Streckenflugeinsteiger entsteht. Ich finde, so ein langfristiges Appell an die Vereine kann auch sein, zu versuchen, die Flugzeuge möglichst ähnlich auszurichten. Das bedeutet ähnliche Instrumentierung, auch ähnliches Ground-Handling-Equipment, damit Leute sich daran gewöhnen und auch ähnliche Flugzeugtypen. Denn man wird im Verein wahrscheinlich nicht jeden Tag genau das gleiche Flugzeug bekommen und man wird im Streckenfliegen aber trotzdem einfach sicherer, umso besser man sich an den Typ gewöhnt hat. Und zu viel Abwechslung, glaube ich, kann einem da teilweise ein Hindernis sein. Ich denke auch, ein weiterer wichtiger Punkt ist auch die Organisation des Flugbetriebs. Da hängt natürlich jetzt das sehr viel an den individuellen Voraussetzungen der jeweiligen Vereine. Aber ich denke jetzt nur an solche Themen. Mache ich beispielsweise morgens ein Briefing? Wie wird die Flugzeugverteilung gehandhabt? Werden zum Beispiel Streckentage anders gehandhabt als normale Flugtage? Solche Dinge. Ich denke mal auch, wir haben ja auch schon in der einen oder anderen Folge kurz darüber gesprochen, die Vorbereitung von einem Streckenflug ist ja auch sehr wichtig. Sprich, je weniger Stress derjenige am Morgen hat an einem guten Flugtag, umso einfacher wird nachher auch zumindest der Flugverlauf organisatorisch ablaufen. Auch solche Dinge können im Verein, denke ich mal, durchaus sinnvoll geregelt werden, natürlich abhängig von den individuellen Voraussetzungen.
Ja, was glaube ich ein netter Pluspunkt noch ist in dem Fall, was vielleicht nicht unbedingt Pflicht ist, aber was trotzdem meiner Meinung nach sehr angenehm ist, ist halt einfach auch die Möglichkeit des F-Schlepps. Unter der Woche, wenn man da mal doch fliegen möchte, ist es halt häufig entspannter, F-Schlepp-Betrieb zu organisieren, als wenn man Wettbetrieb organisiert. Wie gesagt, funktioniert alles auch, man muss das wollen, dann klappt das auch alles. Aber meine bisherigen Erfahrungen haben immer gezeigt, F-Schlepp kriegt man halt leichter irgendwie anorganisiert, mit weniger Aufwand. Ich tue mir jetzt da natürlich leicht, solche Sachen immer zu sagen und zu predigen, wie ein Verein sein sollte, weil ich einfach das Glück hatte, in einem Verein aufgewachsen zu sein, in dem schon sehr, sehr gute Grundvoraussetzungen geherrscht haben, sowohl von der Stimmung und vom Klima her, als auch von den technischen Möglichkeiten und vom Flugbetrieb natürlich auch. Es ist natürlich nicht jeder so, hat nicht jeder so viel Glück, in solchen Bedingungen schon aufgewachsen zu sein. Was kann man denn machen, wenn man diese Probleme hat? Also würdet ihr empfehlen, dann den Verein zu versuchen, ein bisschen also umzukrempeln, sich zu engagieren, oder ist es dann vielleicht doch manchmal einfacher, die Reißleine zu ziehen und auch den Verein zu wechseln? Kann beides eine Lösung sein. Ja, also ist beides, glaube ich, eine sehr gute Lösung. Ich habe jetzt auch im Chat gerade gelesen, hier Alpha 3, weiß leider nicht, wer dahinter steckt. Ich weiß, dass sie auch eine Gruppe jetzt gegründet haben im Verein, die sich jetzt zusammen motivieren wollen, halt vom Flugplatz endlich wegzufliegen, dieses unsichtbare Band zu lösen, hat er geschrieben. Finde ich eigentlich sehr gut, diese Motivation jetzt, sich da zusammen ranzutrauen, weil jede Angst oder Furcht ist nur halb so groß, wenn man sie teilt. Sagt man ja auch so schön. Das ist auf jeden Fall eine Lösung. Und wenn man zusammen als Gruppe sich da im Verein engagiert, ist es auch leichter, diesen strengen Flug natürlich da reinzubringen. Das ist eben diese eine Möglichkeit. Wenn man natürlich alleine ist und jetzt gibt es halt viel zu viele Punkte, Baustellen, die man angehen muss und es vielleicht sogar auch noch probiert. Und dann gibt es aber natürlich leider doch auch Vereine, wo sich Vorstand oder Leute querstellen und dann gibt es doch Probleme, da muss man auch irgendwann auf den Punkt sagen, soweit wie jetzt und halt nicht weiter. Das ist dann wirklich eine sehr bewusste Entscheidung, die man dann treffen muss. Okay, ich möchte mehr erreichen, ich habe Ziele und wie erreiche ich diese Ziele? Wenn ich die nicht in diesem Verein erreichen kann, muss man dann halt auch über einen Vereinswechsel nachdenken. Das ist im normalen Leben ja nicht anders. Also klar, nicht Vereine, aber Job oder sonst ähnliches. Da machen wir alle das genauso. Und so läuft das dann halt auch bei solchen Punkten ab, würde ich es behaupten. Ich glaube, Benny und Michi und Roland, ihr habt wahrscheinlich nie einen Verein gewechselt oder nicht, dass ich wüsste. Ja, sag mal so, ich kann vielleicht aus meiner eigenen Erfahrung noch ein bisschen dazu beisteuern. Ich bin in verschiedenen Vereinen, bin in einem kleinen Verein groß geworden. Ich hole kurz aus. Ich würde jetzt nicht unbedingt dafür plädieren, dass man einen Verein auf den Kopf stellt oder von vornherein den Verein verlässt, sondern erstmal versucht, was kann ich im Verein realisieren? Das ist eigentlich der klassische Fall. Wenn es dann nicht funktioniert, irgendwo eine Reißleine zu ziehen, ist sicherlich die eine Variante, aber erstmal zu schauen, wo klemmt es vielleicht im Verein, was kann ich ändern, wo ziehen andere Leute mit. Manchmal sind es Kleinigkeiten. Ich sagte vorhin schon, zum Beispiel Hindernis sind solche Dinge, mache ich morgens ein Briefing, wie vergebe ich die Flugzeuge oder komme ich irgendwann mittags auf den Platz raus und bin dann der Meinung, jetzt steht ein Flugzeug rum und ich brauche mich reinsetzen, losfliegen. Solche Dinge werden nicht funktionieren, sondern da muss ich im Vorfeld Schiff machen. Wenn aber das Ganze drumherum nicht passt, da kommen wir ja nachher auch noch etwas drauf zu sprechen, habe ich eventuell die Möglichkeit zu sagen, vielleicht orientiere ich mich Richtung Privatflugzeug oder in Richtung Haltergemeinschaft oder dann als letztes tatsächlich in einen anderen Verein. Also deswegen, es gibt, denke ich, da genügend Optionen, die man wahrnehmen kann. Wir wollen ja langsam uns auch jetzt thematisch ein bisschen aufs Fliegerische dann hinarbeiten. Also was kann man tatsächlich in der Luft tun? Das ist ja eigentlich so ein bisschen auch der Kern und das wollen alle auch gerne wissen. Bevor wir wirklich in die Luft gehen, lass uns noch ein bisschen über das reden, was der Roland auch gerade das Ganze drumrum genannt hat, nämlich die Voraussetzungen, die man als Pilot selber in der Hand hat. Also wirklich selber für sich beeinflussen kann, dass für sich selber einfach alles beieinander ist, dass alles passt, dass man ins Cockpit steigen kann und bereit ist.
Ja, da fällt mir jetzt zum Beispiel spontan erstmal das Navigationssystem ein. Also wer sich mit dem Navigationsgerät, was auch immer er oder sie verwendet, nicht auskennt und zwar nicht wirklich fast blind auskennt, braucht, glaube ich, eigentlich erstmal nicht loszufliegen. Also es gibt ja genügend Lösungen, XC-Store und auch die kommerziellen Anbieter. Mit dem Handy inzwischen hat fast jeder eine Hardware, mit der sowas auch läuft. Es gibt aber auch Sachen, die man da kaufen kann. Und genau, also ich glaube, wer sein Navi nicht im Griff hat, ist, glaube ich, hat erstmal andere Probleme als Stunden zu sammeln im Cockpit, sondern da geht es eigentlich erstmal wirklich darum, diese technischen Voraussetzungen auch einfach zu lösen. Da geht es auch um Lufträumen natürlich, da geht es darum, dass man einfach nicht im Flug erst erforschen muss, wie eigentlich die Route aussieht oder die Umgebung aussieht, in der man unterwegs ist, sondern auch vorher. Was gibt es außer Navi noch so für Sachen, die man unbedingt, bevor man ins Cockpit steigt, für sich selber beeinflussen kann, dass man sie gelöst hat? Ich sage erstmal zuvor, einfach alles, was man braucht, muss man selbst haben. Schon mal so ganz grob im Raum. Also alles, was ich festgestellt habe bisher, was ich für mich brauche im Streckensegelflug, muss ich haben. Wenn ich das mal bei einem anderen gesehen habe, muss ich das für mich austesten, und wenn ich merke, okay, das ist sinnvoll für mich, dann muss ich das für mich auch selbst kaufen und nicht darauf bauen, dass ich mir das wieder von dem anderen ausleihen kann oder sonst irgendwie. Nee, ich brauche alles selbst, damit ich keinen Stress oder so vorher wieder habe. Wer könnte mir das geben? Wie komme ich daran? Sondern ich habe es gehört mir, ich habe es immer dabei, damit hat man auch immer diese Voraussetzung, die man sich wünscht, egal von was. Ich zum Beispiel habe sehr gerne Skyboots jetzt als erstes Beispiel, mal einfach so einen Raum. Es gibt in irgendeinem Buch den schönen Begriff der Streckenflugkoffer. Ist vielleicht jetzt heute etwas überholt, aber im Prinzip trifft es das Ganze schon. Ich glaube, jeder von uns hat einfach sein persönliches Equipment, was er braucht, in einer gewissen Reihenfolge beieinander. Sprich, ich fange morgens nicht an, noch irgendwelche Sachen zusammenzusuchen. Das ist in Griffweite. Das sind jetzt perfekte Zeiten im Winter, sich Gedanken zu machen, habe ich eigentlich alles? Ist eigentlich eine ganz essentielle Geschichte, wo viele Streckenflüge schon dran gescheitert sind, an Getränk, an irgendwelchen Unterlagen gefehlt haben, bis hin zu irgendwelchen Utensilien, die man im Flug vielleicht noch benötigt. Auch dafür würde ich sagen, lohnt sich eine Checkliste, weil es gibt nichts Blöderes, als im Flugzeug zu sitzen und nach dem Schlepp festzustellen, dass man zum Beispiel sein Trinken vergessen hat. Ja, also das ist auf jeden Fall einer der größten Faktoren. Also Trinken vergessen wahrscheinlich so Worst Case mit, wenn man auf den Streckenflug geht. Eins der schlimmsten Dinge. Wenn es der Glücksbringer ist, ist vielleicht noch nicht ganz so schlimm, so nach Motto. Nee, aber Checkliste abarbeiten ist sowieso immer wichtig in der Luftfahrt. Das sollte jeder von uns kennen. Dementsprechend lohnt sich das natürlich auch in solcher Hinsicht. Und auch Handlungsabläufe dazu etablieren, beim Start oder vorm Start, wenn man seinen Flieger aufrüstet, wenn man den Flieger packt, dass man weiß, wo was ist, wo was hingehört und sich dabei vielleicht auch nicht stören zu lassen, einfach wenn man gerade den Flieger packt. Das ist vielleicht auch, denke ich, ein Punkt, den ihr alle schon erlebt habt, man ist gerade so dabei, sich zu fokussieren, alles ordentlich zu machen und auf einmal kommt wer und spricht einen von der Seite an und holt einen eigentlich aus seinem Rhythmus raus. Ja, also das ist ein riesig guter Punkt, auch mit dem Ratschen am Flugplatz. Ich meine, man will ja höflich sein, man will ja auch soziale Interaktion haben, man will sich ja unterhalten am Flugplatz auch können, aber es gibt eben Zeitpunkte, vielleicht in den 2 Stunden vor dem Start, wo das einfach nicht angemessen ist und wo es einfach andere Dinge gerade zu tun gibt, als jetzt mit dem Ratschen anzufangen und sich eben aus seinem Rhythmus rausbringen zu lassen. Und ich finde, wenn ich mir jemanden anschaue, der seinen Flug vorbereitet und der an seinem Flugzeug hantiert und der vielleicht auch mal angesprochen wird von jemand anderem, wie reagiert derjenige darauf. Ich finde, wenn ich so jemanden beobachte, dann kann ich extrem gut schon voraussagen, wie gut dessen Flug heute gelingen wird oder eben nicht. Wenn der merke ich, er ist sehr ruhig, lässt er sich nicht rausbringen oder lässt er sich leicht ablenken, rennt er ständig hin und her, weil er lauter Sachen vergessen hat, ist er organisiert, schiebt er zum Start und muss dann nochmal zurücklaufen, weil er noch irgendwas vergessen hat oder nicht. Und ich finde, das ist ein extrem gutes Maß dafür schon, wie gut der Flug laufen wird für denjenigen. Das klingt total bitter, aber wer das am Boden nicht im Griff hat,
der wird in der Luft wahrscheinlich gar nicht erst anfangen können, wirklich ernsthafte fliegerische Probleme zu lösen. Und das Schöne ist ja wirklich, dass diese Dinge überhaupt nicht davon abhängig sind, in welchem Verein bin ich, welches Flugzeug habe ich, welche Voraussetzungen sind hier und da, weil ich das alleine selber in der Hand habe, das zu steuern, das im Griff zu haben, mein Zeug einfach beieinander zu haben. Und das wird so viel unterschätzt, wie wichtig das ist. Noch ein Punkt vielleicht, was so ein bisschen zum Zeug zusammen beieinander haben zählt, ist ein bisschen so ein, fast schon, also ist kein Tabuthema, aber man redet nicht so gerne drüber, ist das Pinkeln im Flug. Ja? Natürlich, wenn wir viele Stunden fliegen, wir trinken viel. Also ich selber trinke so in 8 Stunden 3 Liter ungefähr und das ist, denke ich, auch ein ganz gutes Maß. Viel weniger sollte es meiner Meinung nach nicht sein. Viele Mediziner werden wahrscheinlich da auch ähnliche Zahlen nennen. Das muss irgendwann wieder raus, zumindest große Teile davon. Und das ist, glaube ich, auch ein Maß, wo man sehen kann, wie gut wird so ein Flug gelingen von jemandem, der jetzt Einsteiger ist, neu dabei ist, der aber große Ambitionen hat, der jetzt was Größeres vorhat vielleicht. Kann derjenige im Flugzeug urinieren? Und wenn ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das gelingt, extrem viel größer, als wenn er das nicht kann. Also ich kann das absolut nur bestätigen und das Erstaunliche ist, dass es immer noch in vielen Bereichen ein Tabuthema ist, das viele wirklich vom Streckenfliegen abhält. Aber es ist wirklich ein wichtiges Thema. Wer mehrere Stunden unterwegs ist, wird nicht umhin kommen. Er muss trinken und er wird pinkeln müssen. Und da muss jeder für sich ein System finden, mit dem er leben muss. Also ich würde jetzt nicht ein bestimmtes propagieren. Da kann man nur versuchen. Also ich habe auch alle möglichen Experimente gemacht. Mal mehr, mal weniger erfolgreich. Teilweise auch mit Schweinerei im Cockpit. Das kann dann durchaus auch mal zu lustigen Situationen führen. Aber ich sag mal, das ist ein Thema, das hat jeder und ich glaube, keiner hat auf Anhieb die perfekte Lösung für sich gefunden. Ganz wichtig ist einfach, man muss sich mit dem Thema beschäftigen und es wäre schade, Streckenflugambitionen wegen diesem Thema hinten anstellen zu müssen. Ich kannte Piloten, die hatten krankheitsbedingt 10, 12 Mal während dem Flug das Thema, da muss man sich halt optimieren. Und auch bei vielen Mädels ist das zum Beispiel ein Riesenthema. Da bin ich jetzt vielleicht nicht unbedingt der perfekte Sprecher dafür, aber ich habe schon genügend Pilotinnen kennengelernt, die also da Riesenprobleme hatten. Und es ist vor allem ganz am Anfang, bis man seine Lösung gefunden hat, teilweise ein durchaus aufwendiger Weg. Gehört auch dazu. Ja, der Weg kann so aufwendig sein, dass man auch tatsächlich die Notwendigkeit hat, dass man nachts unter der Woche, wenn niemand am Flugplatz ist, in die Halle geht, sich in ein Flugzeug setzt und es probiert. Egal, was für eine Lösung man für sich gefunden hat. Und es ist wirklich ein K.O.-Kriterium. Wenn ihr das nicht könnt, dann werdet ihr nicht erfolgreich fliegen. Und wenn ihr es könnt, dann habt ihr einen ganz wichtigen Schlüssel geschafft, um durchaus erfolgreich zu fliegen. Also auf jeden Fall nicht trinken ist keine Option. Und Ich habe es in den Kommentaren hier gelesen, man kann schon mal 6 bis 8 Stunden fliegen, ohne zu trinken. Und da würde ich ganz entschieden sagen, nein, geht nicht, weil die Konzentration zwangsläufig abbauen wird. Und das kann am Anfang vielleicht zu schlechterer Leistung führen, aber das wird dann ganz schnell auch zu einem Sicherheitskriterium. Ja, Michi, dasselbe wollte ich gerade auch sagen. Ich habe es auch gelesen, das Kommentar. Also den Zahn sofort ziehen, komplett vergessen. Also nach einer Stunde ist schon ein enormer Leistungsverlust messbar, auch wenn man das selbst für sich gar nicht wahrnimmt, aber wir müssen regelmäßig trinken, häufig in kleinen Schlücken. Da gibt es unzählige Studien zu und das hat nichts nur mit Segelfliegen zu tun, das ist einfach immer so. Und 6 bis 8 Stunden ist viel zu lang. Nach einer Stunde ist die Leistung schon deutlich reduziert und wenn man dann jetzt 3, 4 Stunden am Stück nichts trinkt, ist das ja nicht nur ein Risiko für sich selbst, sondern auch ein großes Risiko für andere. Schon allein der Verantwortung den anderen gegenüber sollte man immer auf dem Niveau sein, dass man den Flieger gut und sicher und mit Weitsicht steuern kann. Also das, ich verlange das ja von anderen und die anderen verlangen das von mir genauso. Ja. Das ist gleich auch das nächste Thema, was Richtung Organisation geht, nämlich Trinken. Wie mache ich es mit dem Trinken? Ich habe da für mich selber auch immer noch bis auf den heutigen Tag nicht die perfekte Lösung. Ich habe zwar einen Trinkbeutel, aber ich habe auch eine Flasche, also keine Glas, sondern eine Plastikflasche mit Getränk an Bord.
Ist mir aber auch schon passiert, das Ding rutscht irgendwo hinter die Sitzwanne und ich komme nicht mehr dran und bin genau in der Situation, die man eigentlich vermeiden sollte, nämlich ich bin nicht ans Getränk dran gekommen und schon habe ich das Problem. Also das sind tausend Kleinigkeiten, mit denen man sich im Vorfeld beschäftigen muss, hängt ja auch vom Flugzeug ab. Habe ich eine K8, eine K13 oder habe ich irgendeinen anderen Flieger mit viel wenig Platz? Alles Dinge, die im Vorfeld eigentlich schon geklärt werden können. Aber Roland, da hast du doch jetzt ganz viel Zeit den ganzen Winter rumzuprobieren, wie du am besten deine Sachen verstaust, damit das nicht mehr passiert. Den ganzen Winter? Man nennt das Optimieren. Die Saison fängt in 2 Wochen an, Kollegen. Ja, ernsthaft. Also, ja. Gut, sind wir auch schon beim nächsten Thema. Die Saison fängt nämlich, wenn ihr es noch nicht erfahren habt, in 2 Wochen an. Ab Anfang März kann man in Deutschland normalerweise schon wieder hervorragend Thermik fliegen. Die meisten Vereine fangen ja eben erst so irgendwie im April, teilweise im Mai mit dem richtigen Fliegen an. Wenn ihr einen Flugplatz habt, dessen Boden das zulässt, weil man nicht irgendwie im Gras, im Sumpf irgendwie hockt, versucht die frühen Tage zu nutzen. Ab März sind teilweise wirklich wunderbare Flugtage dabei, die ich niemals verpassen wollen würde. Genau, also kommen wir zum fliegerischen Teil so ein bisschen. Das ist ja eigentlich der Kern der Sache. Was kann man im Cockpit tun, um als Einsteiger, der gerade vielleicht frischen Schein bekommen hat, zu wachsen, immer besser zu werden? Ich fange einfach mal an und werfe das Thema Doppelsitzer als eigentlich meiner Meinung nach das Allerbeste in den Raum, was man machen kann, oder? Ja, eindeutig, würde ich auch völlig zustimmen. Und mit Doppelsitzer meine ich nicht ASK 21. Da mag es Leute geben, die das auch toll finden und gerne machen oder sowas. Aber das Fliegen mit Leistungsdoppelsitzern, finde ich, das verleiht eben dem Training und dem Üben eine so andere Dimension, dass es eigentlich durch nichts anderes zu ersetzen ist, finde ich. Und ich glaube, da gibt es auch 2 Möglichkeiten. Also das eine ist natürlich, im Idealfall hat man einen Trainer und kann als Trainee selber fliegen und bekommt dann Tipps und Tricks. Aber ich würde sagen, es hat auch einen großen Mehrwert, wenn man sich einfach mal bei erfahrenen Leuten mit reinsetzt und zuschaut und antizipiert, was die so machen. Erstens sehe ich, was möglich ist. Zweitens stelle ich auch fest, dass die genauso Fehler machen, was unter Umständen manchmal die Angst nehmen kann. Und man kann sich dann auch über Entscheidungen unterhalten und bekommt so ein bisschen mit, wie vielleicht jemand, der schon mehr Erfahrung hat, seine Entscheidungen trifft und welche Faktoren er damit einbezieht. Ich glaube, an sich ist es für jeden auch eine schöne Erfahrung, mal im Doppelsitzer zu fliegen mit jemand anderem, der nicht ein Fluglehrer ist, sondern auch nach dem Schein einfach Doppelsitzer zu fliegen, um sich dann gegenseitig auszutauschen über die Dinge, weil dann ist es wirklich ein Geben und Nehmen in so einem Cockpit und nicht nur meistens einseitiger Input, sondern man lernt immer gegenseitig voneinander. Und da gibt es ja halt, das behaupte ich jetzt mal so tollkühn, immer oder häufiger das Phänomen, dass es ja Haltergemeinschaften von tollen Doppelsitzern gibt, von Leistungsdoppelsitzern, wo dann vielleicht von diesen Haltergemeinschaften nur einer da ist und dann ist halt wirklich ein Sitzplatz in einem Hochleistungsdoppelsitzer frei und die sollte man dann vielleicht auch nutzen, einfach mal mitzunehmen, um auch dort die Erfahrung zu haben. Weil das schürt ja auch ein bisschen wieder Begeisterung und einfach mal was Neues kennenzulernen. Dazu übrigens ein ziemlich cooler Trick. Ich glaube, dass ich den mal von Jan Lüschewig gelernt habe. Und zwar für den Fall, dass man mit 2 ungefähr gleich guten Piloten sozusagen im Cockpit sitzt, also nee, kein klares Trainer-Schüler-Verhältnis besteht, ist es total angenehm, einfach nach Uhrzeit den Knüppel abzugeben. Und ein ganz guter Rhythmus scheint 30 Minuten zu sein. Also dass immer 30 Minuten der eine fliegt, dann 30 der andere. Und man auch schon klar abspricht, vor allem immer 10 Minuten nach der Stunde oder nach der halben Stunde übergibt man sozusagen. Ich habe die Idee am Anfang gehört und dachte mir, das ist total idiotisch, weil das ist total starres Gerüst und man muss doch im Flug flexibel sein und alles Mögliche. Ich fand das eine total dumme Idee, bis ich es ausprobiert habe. Und das ist wirklich fantastisch, weil man weiß genau, wann man sich entspannen kann und wann man so ein bisschen sich rausnehmen kann und wann man vielleicht auch andere Aufgaben außer das eigentliche Fliegen wahrnimmt und wann man eben dann wieder dran ist. Und wenn man fliegt, weiß man genau, wann man eben, wie lange man sich noch konzentrieren muss, bis man endlich wieder ein bisschen sich rausnehmen kann. Also probiert das aus. Ich kann das wirklich empfehlen, wenn man in einem Nicht-Trainer-Schüler-Verhältnis fliegt, einfach mit abgesprochenen Zeiten immer den Knüppel zu übergeben. Das macht so Spaß, finde ich.
Nur so als Anekdote. Ist natürlich nicht für jeden, aber kann funktionieren. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt dabei ist, in dem Fall ist es sowieso eine ganz glasklare Trennung, aber generell auch, dass man sauber abgrenzt, wer macht was, sollte generell klar sein, wer fliegt, wer ist Gast, zu welchem Zeitpunkt switche ich, unter welchen Voraussetzungen. Generell eine ganz klare Kommunikation. Und ich sehe es auch so, der Trainer muss kein Fluglehrer sein, das ist sicherlich keine Voraussetzung, aber viel wichtiger ist einfach der Punkt, dass man auch versucht, gemeinsam zu erläutern, wie werden Entscheidungen getroffen, wieso fliege ich eine Wolke an, links, rechts, geradeaus, was führt dazu, das sind die Dinge, von denen man wirklich lernt. Aber da gibt es ja auch wieder solche und solche, also... Ja. Es gibt halt Leute, denen ist das irgendwie doch eher in die Wiege gelegt. Die haben dann noch dieses gewisse Bauchgefühl, was so viele oder was viele auch von dem Begriff. Ich zähle mich selbst zu den Leuten nicht dazu. Weißt du, ich probiere mir das auch mal alles herzuleiten. Wieso geht die Wolke auf der Seite? Wo kommt der Wind her? Wo steht die Sonne? Wie sieht die Orographie aus? Also da gibt es ja doch, ich glaube, Michi, du hast das erzählt, Mann, ne? Dass du da Erfahrung hast mit Leuten, die eher das so unterbewusst machen. Ja, das stimmt. Es hängt halt schon stark vom Lerntyp ab. Und ich habe halt festgestellt, dass mir auch Fliegen mit extrem guten Piloten nichts bringt, wenn die mir nicht erklären können, warum sie Dinge tun. Also, wenn sie eine Wolke irgendwo Luftseits anfliegen und das funktioniert, dann fehlt mir trotzdem die Information, warum das jetzt genau an der Stelle so gut ging und warum sie diese Stelle angeflogen haben. Und letztendlich, glaube ich, sind die Entscheidungskriterien fast immer die gleichen, egal ob das jemand unterbewusst macht oder bewusst. Aber jemand, der darüber reden kann, der kann, finde ich, auch die Erfahrung deutlich besser weitergeben. Ich glaube, da kann man nicht viel dazufügen. Also einfach immer im Team fliegen oder im Doppelsitzer halt, da wo man sich so aussucht, hat immer den Mehrwert, dass man einfach gleich im Flug live ein Debriefing quasi indirekt macht über die Sache, weil man einfach manchmal über solche Dinge im Doppelsitzer auch diskutieren kann. Und so. Ja, dieses direkte Feedback ist auf jeden Fall super wichtig. Gerade auch, also das muss ja nicht im Doppelsitzer sein. Du hast ja gerade schon ein bisschen angeschnitten, Jan. Das kann ja auch sein, dass man mit zwei Einsitzern oder vielleicht in einer kleinen Gruppe unterwegs ist und fliegt. Ich finde, das hat auch einen großen Mehrwert. Alleine schon, weil man eben immer selber den Knüppel in der Hand hat und nicht nur vielleicht die Hälfte der Zeit oder so. Da ein kleines Caveat. Ich finde da eine Sache ein bisschen schwierig, die mir manchmal passiert ist, sowohl in der Rolle des Trainees früher als auch heutzutage manchmal in der Rolle des Trainers. Und zwar, wenn ich in der Trainer-Schüler-Rolle mit mehreren Flugzeugen unterwegs bin, dann ist die Gefahr, dass der Trainer einfach alle Entscheidungen trifft und einfach vorausfliegt und der Schüler einfach hinterherfliegt und immer passiver wird. Und das Problem ist, psychologisch passiert es dann so, dass sich sozusagen das Gehirn vom Schüler automatisch so ein bisschen runterfährt, weil er ja weiß, er muss einfach nur hinterherfliegen, er muss nicht selber mitdenken und er kriegt auch gar nicht so richtig den Rhythmus von dem Tag. Er muss auch nie irgendwie selber ein Problem lösen, weil er einfach nur hinterherfliegen muss. Und auf einmal sprengt sich die Gruppe aus irgendeinem Grund und dann ist auf einmal das Problem da, dass man total passiv geworden ist, überhaupt nicht in der Situation drinsteckt, in die man gerade reingeworfen worden ist und dann vielleicht auch nicht mehr so einfach rauskommt. Deswegen empfehle ich bei solchen Gruppenflügen in einem kleinen Trainer-Schüler-Verhältnis auch immer, dass möglichst sogar der Trainer hinterherfliegt und der Schüler vorausfliegt. Weil der Trainer kann ja von hinten trotzdem kommentieren und sagen, jetzt ein bisschen links und er kann trotzdem. Aber dann ist nicht die Gefahr, dass eben das Schülerflugzeug einfach immer passiver wird und einfach irgendwann nur noch reagiert und nichts mehr eigenständig macht. Weil das ist nicht Sinn der Sache. Kann natürlich trotzdem helfen, solche Situationen, wie du es schön sagst. Ich werde es auf jeden Fall auch für mich mitnehmen als Trainer. Dein Input. Aber es hilft natürlich manchmal, wenn man merkt, dass der Trainee überfordert ist, dann muss natürlich der Trainer auch wieder da sein und vorne sein, um die Workload dann wieder wegzunehmen vom Trainee, um den wieder aufs Fliegen selbst zu fokussieren. Ich denke, das kann man da auf jeden Fall mitnehmen. Und jeder Trainer und jeder Trainee kann das für sich auch mitnehmen und schauen, dass er das umsetzt. Klar. Das ist auch sehr wichtig, dass der Trainer so ein bisschen spürt, auch wie geht es dem Trainee gerade. Ist er gerade zu gestresst? Muss er sich gerade einfach hinten dranhängen? Muss er gerade sozusagen geschleppt werden, weil es sonst nicht mehr geht?
Und dann ist es vielleicht auch nicht so schlecht, solche Flüge nicht sehr weit über 3 oder 4 Stunden auszudehnen am Anfang, weil eben dieses gemeinsam Fliegen doch nochmal eine große Arbeitsbelastung ist, die man jetzt nicht einem Einsteiger gleich über 6, 7 Stunden zumuten möchte. Ja, habe ich alles schon erlebt, war teilweise auch ganz cool, aber ist, glaube ich, nicht immer das Zielführendste. Ich glaube, Workload. Entschuldigung, ja. Nee, Roland, machst du zuerst dich. Ich glaube, ein wichtiger Punkt dabei ist natürlich auch im Vorfeld abzuklären mit Teamflug oder mit diesen Trainerfliegen. Sind es geplante Flüge oder ergibt sich's? Also sprich, die Rahmenbedingungen sollten im Vorfeld klar sein. Also ich habe durchaus auch schon öfters Flüge gehabt, wo ich unterwegs war und jemand gefragt hat, darf ich mich hinten dran klemmen? Im einen oder anderen Fall sage ich ja, im anderen nein. Auch das gibt's. Oder bin ich jetzt auf einem Trainingslager, wo ich das im Vorfeld am Boden alles klären kann? Also da sollte man sich sicherlich auch Gedanken machen. Auch die Anzahl der Gruppe, der Flugzeuge in der Gruppe spielt eine Rolle. Was kann der Einzelne überhaupt ab? Ist er mit mehreren Flugzeugen zusammen eventuell überfordert? Also da gibt es viele Aspekte, wo ich denke, da könnten wir wahrscheinlich locker eine eigene Folge draus machen über Teamfliegen. Wahrscheinlich schon. Benni hatte ja jetzt gerade eigentlich so schön ein Thema Arbeitsbelastung gesagt, dass Teamflug Arbeitsbelastung ist. Und da sage ich auch einfach dieses Thema Workload ist eigentlich alles, was wir bisher gesagt haben, fasst das zusammen. Einmal, dass man seit viel fliegt, dass man also das Flugzeug bedienen kann, was man hat, dass man darüber nicht mehr nachdenken muss, wie fliegt das Flugzeug. Einmal da die Erfahrung zu haben. Dann, dass der Trinksack an derselben Stelle ist, dass ich mein Navigationssystem bedienen kann. Blind und sowas. Das reduziert alles meinen Workload und das ist halt in der Fliegerei extrem wichtig, eine niedrige Workload für diese alltäglichen Dinge zu haben, um seine Aufmerksamkeit halt auf die wichtigen Dinge, dem Rausschauen, dem nach den Wolken gucken, nach den anderen schauen, darauf sich zu fokussieren. Und das funktioniert in der Verkehrsfliegerei genauso. Könnte jeder Verkehrspilot uns jetzt hier, Schuki wahrscheinlich am besten mit, sagen, dass es genauso funktioniert. Und wir setzen es einfach in der privaten Luftfahrt einfach nicht so intensiv um, weil wir das alle nicht so geschult werden und nicht so darauf fokussiert sind. Aber eigentlich genau das der Punkt ist, je mehr Aufmerksamkeit wir für unsere Umgebung haben, desto mehr können wir erfassen, auf mehr Kleinigkeiten können wir achten, sei es mal ein Adler, der Kreis, den wir sonst nicht gesehen hätten und auf einmal dadurch den nächsten Aufwind finden. Wie kann man sich denn versuchen, selber ein bisschen zu motivieren? Eine große Gefahr ist ja nämlich, dass man, wenn man jetzt vielleicht nicht unbedingt den großen Trainer oder Mentor hat, der dabei ist und vielleicht teilweise auch alleine einfach ein bisschen rumprobiert, was ja total legitim ist und auch wunderbar funktionieren kann. Die Gefahr ist ja da ein bisschen, dass man dann sich selber immer größere Toleranzen gibt und sagt, ja, den Bart habe ich jetzt doch ganz gut gekurbelt, das ist doch wunderbar, da muss ich ja jetzt nichts mehr weiter üben und dann einfach so anfängt, ein bisschen rumzudümpeln. Wie kann man vermeiden, dass man in dieses Muster fällt, sondern einfach sich selber auch immer weiter versucht anzutreiben? Also zunächst mal kann man sich ja vorher Ziele setzen, zum Beispiel Jahresziele, auch Ziele für den Flug setzen an dem jeweiligen Tag und dann auch für sich selber ein Debriefing machen, wo man zum Beispiel Analyse-Tools nutzt. Es gibt ja genug echt gute Tools mittlerweile, zum Beispiel auch über SIU oder über Weeklight und dann einfach mal vergleichen, was sind denn andere in dem gleichen Gebiet so geflogen, und damit meine ich jetzt gar nicht mal so die Kilometer in total, sondern eher so Durchschnittssteigen. Man kann auch mal Kreisdurchmesser analysieren, ob der stark variiert hat, und Fehlversuche, solche Sachen, und versuchen dann sowas explizit zu trainieren. Und ich glaube, da ist auch ein guter Punkt, dass man sich vielleicht so 1, 2 Defizite, die man an sich erkannt hat, sich vornimmt und bei manchen Flügen explizit trainiert. Und dann kann man da einen Fokus drauf setzen und versuchen, die Sachen auszumerzen. Ich glaube, das Thema Ziele setzen trifft es eigentlich ziemlich gut, weil Ziele sind das, was uns vorantreibt. Ziele können wir schauen, haben wir sie erreicht, haben wir sie nicht erreicht. Wenn wir sie erreicht haben, ist es erstmal gut und schön, dann haben wir uns damit motiviert und sind zufrieden. Wenn wir sie nicht erreicht haben, beginnt dann halt die Arbeit, was mich hier schon meinte, mit dem Debriefing, um zu gucken,
woran hat es gelegen? Warum habe ich sie nicht erreicht? Und da gibt es natürlich unzählige Faktoren dazu. Und klar muss man sich da irgendwelche Zahlen manchmal setzen oder klar, Fokus, klar, manchmal ist es auch nicht zahlenbedingt. Ich finde, Zahlen sind halt immer was Eindrucksvolles, was man gut auf dem Papier vergleichen kann, auf jeden Fall. Sei es jetzt mal, wenn ein Vorhersageprogramm sagt, du schaffst mit dem Flugzeug jetzt einen 100er Schnitt von 12 bis 13 Uhr wahrscheinlich, dann kannst du ja probieren, erstmal so als Ziel, du einen 100er Schnitt oder den 60er Schnitt oder wie auch immer, das ist ja, was auch immer dann dasteht. Und dann probiert man halt das zu erreichen und schaut, habe ich es erreicht? War vielleicht die Vorhersage des Programms so hoch einfach nur? Klar, mein Könnenstand muss man natürlich dann auch mit einbeziehen. Oder vielleicht liegt es an meiner Technik. Was kann ich da verbessern? Habe ich einfach die Bärte nicht getroffen? Kam irgendwas Unerwartetes? Ja, es gibt so viele Faktoren natürlich, die wir jetzt hier nicht alle, glaube ich, aufziehen können. Aber Ziele setzen ist das eine und dann hoffentlich auch die Ziele erreichen oder eigentlich erreichen. Ich glaube, Jan, du hattest das irgendwann in der Vorbesprechung, glaube ich, mal in den Raum geworfen. Das passt jetzt aber gerade sehr gut. Nämlich, du hast mal gesagt, dass Ziele müssen smart definiert sein. Ich weiß nicht, ob du das noch weißt. Und zwar, smart ist ein Akronym. Ich habe es jetzt gerade auch gegoogelt, weil ich es auch nicht auswendig habe. Ich erinnere mich. Wie muss ein Ziel besten formuliert sein? Weil wenn ich jetzt einfach sage, mein Ziel für nächstes Jahr ist, besser zu fliegen als im vorherigen Jahr, dann ist es natürlich jetzt kein gutes Ziel, aus vielen verschiedenen Gründen. Und zwar ein Ziel sollte smart sein. Und smart steht für spezifisch, messbar, ausführbar, realistisch und terminiert. Also spezifisch heißt, ich muss wirklich genau sagen, was will ich denn erreichen und nicht so wischiwaschi irgendwie, ich will irgendwie einfach so grob mal ein bisschen mehr fliegen oder so. Messbar heißt, ich muss am Ende eben einfach ja oder nein sagen können. Habe ich es erreicht, ja oder nein? Das ist mit, ich will nächstes Jahr besser fliegen als letztes Jahr natürlich auch nicht machbar. Man kann es nicht messen, wie gut fliege ich, sondern ich will 100 Stunden fliegen. Ich möchte einen 60er Schnitt über einen ganzen Flug fliegen. Ich möchte 150 Kilometer fliegen. Das sind messbare Ziele und genau das funktioniert eben auch. Ausführbar, klar, ich möchte nicht sagen, ich möchte im Segelflugzeug nach Schweden fliegen oder so. Es mögen manche Leute geben, die das können oder mal gemacht haben, aber das ist jetzt kein Ziel, was für einen Streckenflugeinsteiger ausführbar ist, nach Schweden zu fliegen, ja, sowas, von Deutschland aus. Realistisch, das ist so mal eine Verallgemeinerung von ausführbar, nämlich, wenn ich jetzt sage, ich möchte 1000 Kilometer fliegen nächstes Jahr als Einsteiger, dann ist das einfach nicht realistisch, weil vielleicht könnt ihr euch erst mit den ersten 200 Kilometern oder mal 300 sogar beschäftigen, aber die 1000 kommen vielleicht erst mal später, weil sonst seid ihr am Ende doch nur enttäuscht, weil ihr es wahrscheinlich ja nicht geschafft habt in diesem Jahr dann. Und am Ende noch terminiert, das heißt, bis wann möchte ich das erreicht haben? Weil wenn ich sage, ich möchte 300 Kilometer fliegen und ich erreiche das Ziel im Jahr 2050 irgendwann mal, dann ist das natürlich nicht im Sinne dessen, dass man lernt und wächst. Also smarte Ziele, könnt ihr euch mal auf die Fahnen schreiben, die Ziele eben so zu formulieren. Ja. Wobei da also noch eine Ergänzung. Man könnte auch noch über die Reproduzierbarkeit der Zielerreichung sprechen. Wir hatten im Vorfeld mal kurz drüber gesprochen. Thema ist, derjenige, der den ersten Streckenflug macht und erwischt das Hammerwetter, gibt es ja in den Bergen relativ oft, dass jemand das erste Mal einen Streckenflug in den Bergen macht, erwischt den Tag mit 4000 Meter Basis, fliegt locker flockig über alle Gipfel, 300, 500 Kilometer, und fragt sich, was ist eigentlich dabei, wo ist die Schwierigkeit? Der wird über kurz und lang mit seiner Motivation ganz schnell ein Problem bekommen, wenn er das als Standard voraussetzt. Das heißt, an der Stelle, denke ich, sollte man auch überlegen, welche Ziele unter welchen Voraussetzungen erreicht werden. Das ist das Thema realistisch, in dem Fall wirklich. Also ich habe mich ja da schon ein bisschen mit befasst. Also das ist der Teil realistisch. Ist das Ziel nicht nur insgesamt realistisch für mich gerade, sondern ist es denn auch, wenn ich jetzt für Flug bei mir ein Ziel setze, was ja auch jeden Flug machen sollte, um danach den Flug auch auswerten zu können, ist denn das Ziel realistisch für heute gesetzt? Und eigentlich machen wir das ja bei jedem Flug fast, wenn wir uns eine Aufgabe ausschreiben. Also wenn wir
eine Strecke deklarieren, ist eigentlich so ein schönes Beispiel. Befassen wir uns ja mit dem Wetter. Was ist für uns realistisch heute zu schaffen? Und schreiben diese Aufgabe aus. Und dann können wir halt im Nachhinein, oder wir probieren die zu fliegen und nach dem Flug können wir schauen, haben wir sie geschafft oder nicht? Und wenn nein, warum haben wir diese Aufgabe nicht geschafft? Dann haben wir eine sehr spezifische, definierte Aufgabe, die ganz klar ist. Das ist die Strecke von Kilometern her, das sind die Wendepunkte. Und warum ich dann was nicht erreicht habe, kann ich dann analysieren. Also ich kann das wirklich ganz klar messen daran. Was ich da noch dazu sagen wollte, ist, solche Ziele müssen nicht unbedingt immer so übliche Ziele sein wie ein 500-Kilometer-Flug, also eine Distanz oder so, sondern ich finde da den Kommentar von Alpha 3 ziemlich gut. Man kann auch aus jeder Platzrunde einen Trainingsflug machen und auch ein Ziel von einem Platzrundenflug kann sein, möglichst viele Höhenmeter zu erkurbeln, zum Beispiel. Oder man nimmt sich vor, bei einem Flug im Platzbereich mal den Kreisradius in jeder Thermik unter 90 Meter zu bekommen oder so, einfach um das Handling zu trainieren. Und man kann sich da ganz viele solche Aufgaben stecken, die dann auch Flüge in der Platzrunde sehr produktiv machen und dann wieder für die nächsten Streckenflugvorhaben vorbauen, sodass man da dann wieder deutlich entspannter und deutlich besser vorbereitet unterwegs ist. Das ist auf jeden Fall komplett richtig. Ich finde auch das Beispiel mit dem Radius eigentlich sehr gut, weil das wirklich auch was man sehr gut messen kann. Also es ist wirklich messbar. Es ist absolut spezifisch. Es erfüllt wieder alle Kriterien. Man muss sich halt wirklich einfach nur diesen Begriff nehmen und daran langhangeln. Was kann ich mir jetzt bauen für heute daraus? Was möchte ich verbessern? Simon Schröder hat mal so schön erzählt, er ist mal einen Tag oder mehrere Tage am Platz immer hochgekurbelt. Klamm gezogen bis 200 Meter runter und hat sich wieder geübt, aus 200 Metern auszugraben. Auch das ist Training und übt auf jeden Fall. Klar, es ist schwieriger zu messen, aber insgesamt finde ich es auch sehr interessant, dass auch man sowas übt. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, sich generell Ziele zu setzen. Nicht einfach in der Gegend rumfliegen, so nach dem Motto, jetzt wird irgendwo irgendwas Interessantes passieren, sondern ich überlege mir für mich selber auch bei jedem Tag, was könnte der Tag hergeben, wie gehe ich ihn an und was plane ich. Und das müssen jetzt nicht unbedingt immer große Strecken sein. Wie du gesagt hast, das könnten auch wirklich mal ganz andere Dinge sein. Aber ganz wichtig ist, sich im Vorfeld eigentlich einen Plan zu machen und zu überlegen, was will ich an dem Tag machen, dass man trotzdem Spaß haben kann und auch einfach mit Genuss durch die Gegend fliegt, schließt das ja trotzdem nicht aus. Zu dem, was Roland sagt, dass man wirklich konkret beschließt, etwas aus dem Tag zu machen und nicht nur irgendwie einfach so, ja, heute gehe ich ein bisschen rumfliegen. Da gibt es einen ganz interessanten Effekt, den, glaube ich, auch der Jan genannt hat zuerst, aber den zitiere ich jetzt einfach mal. Und zwar, das ist der Effekt, dass man sich denkt, ja, heute fliege ich mal nicht so ernsthaft Strecke, sondern heute fliege ich mal nur ein bisschen rum, weil ich habe ja noch nicht so viel Erfahrung, dass ich so viel jetzt auch schon Strecke fliegen könnte. Und am nächsten Tag denkt man sich dann, ja, ich fliege jetzt lieber nicht Strecke, weil ich habe ja noch nicht so viel Erfahrung. Und irgendwann wieder, ja, ich habe keine Erfahrung, weil ich nicht so viel Strecke geflogen bin. Und das ist ein Teufelskreis, aus dem man nicht rauskommt. Ja? Und den muss man brechen, indem man halt, genau wie Roland gesagt hat, wirklich beschließt, konkret Dinge aus einem gegebenen Tag zu machen und rauszuholen. Und sei es nur in Anführungszeichen, einmal 20 Kilometer vom Platz wegzufliegen und wieder zurück. Also bewusst eine Sache wirklich zu tun und die auch zu erfüllen und nicht einfach nur ohne, ich sag mal, ohne Plan, einfach nur Zeit in der Luft zu verbringen, weil das ist nicht so effektiv, wie es sein könnte. Genau. Ich finde eine Dazu gute gesagt, Idee. das ist von Jan Litschewek, Okay, ja, genau. Wir haben ja zwei Jans, da müssen wir unterscheiden, genau. Da kommen gute Punkte von beiden Seiten. Da müssen wir, genau. Ich finde eine ganz gute Methode, um zu verhindern, dass man eben in dieses, ja, ich fliege jetzt und dümpel ein bisschen rum in der Luft, dass man da reinrutscht, ist auch, dass man sich einfach zu Veranstaltungen anmeldet, zu Events, also zu Trainingslagern, Fluglager, irgendwas auf einem fremden Platz, wo eh extrem viel Lernpotenzial drin ist, weil man einfach mal was anderes macht als sonst. Es gibt ja also Lima-Lehrgänge sowieso. In Bayern zumindest, also gibt es zweimal im Jahr so Lehrgänge, wo halt erfahrene Trainer ein paar
ein paar Tage lang mit den Trainees, mit den Schülern einfach in kleinen Gruppen durch die Gegend fliegen und dann halt wirklich auch Aufgaben fliegen, vielleicht mal 200 Kilometer fliegen, vielleicht auch mal ein bisschen mehr. Solche Events sind wahnsinnig wertvoll. Es könnte sogar ein kleiner Wettbewerb mal sein. Man muss jetzt nicht gleich auf eine Quali für eine deutsche Meisterschaft gehen als Anfänger in den ersten 2 Jahren. Auch das ist denkbar, aber es ist natürlich weder notwendig, dass man das macht, noch ist es für jeden geeignet. Aber also solche Events können definitiv helfen, um einfach dieses Commitment zu erhöhen. Erstens, da ist ein Termin, das ist ganz klar, in den 2 Wochen, da gehe ich fliegen, da ist nichts anderes und das weiß man schon Monate vorher. Und außerdem auf diesen Events dann, da ist jeden Tag tatsächlich eine Agenda da. Da startet man nicht einfach und weiß nicht, was man dann machen soll, sondern da wird gestartet, dann wird geflogen und es wird vorher schon besprochen, was haben wir heute vor, was wollen wir tun? Und nach dem Flug wird nachbesprochen und zwar auch ganz explizit. Und vielleicht ist das sogar das nächste Thema jetzt schon, nämlich das Debriefing. Das ist was, wo wir in der Vorbesprechung auch relativ lang drauf rumgeritten sind, mit Recht, glaube ich, weil Debriefing wahrscheinlich teilweise sogar wichtiger sein kann als der Flug selbst, oder? Zwiegespalten. Also beides ist wichtig. Also einmal die Erfahrung überhaupt, um wie gesagt, was wir schon gesagt haben, Workload reduzieren, um Dinge mitzunehmen, die man dann später abrufen kann, sodass man quasi nach Schubladenprinzip fliegen kann, also alles in der Schublade hat und es einfach nur rausholen muss. Aber natürlich muss man auch die Dinge verstehen und wenn man Dinge nicht verstanden hat, warum es so ist, wie es ist, muss man sich hinsetzen und damit beschäftigen. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen und diese Informationen fliegen einem auch nicht automatisch zu, sondern man muss sich dann wirklich halt dafür arbeiten. So, da gibt es bestimmt mehrere Ansätze. Roland, wie hast du zum Beispiel da immer angefangen? Früher war es ja auch wahrscheinlich noch schwieriger, alles zu analysieren. Ja, zugegebenermaßen, da muss man sagen, es sind die heutigen Tools mit WeGlide, OLC und was es noch gibt, noch wirklich ein Genuss. Idealfall aus meiner Sicht ist aber tatsächlich, wenn man die Möglichkeit hat, sich mit anderen Leuten direkt in einem Debriefing auszutauschen. Idealerweise im gleichen Verein, wenn man jemanden hat oder ansonsten halt den entsprechenden Kontakt. Allein, klar, über diese Streckenauswertungstools hast du heute viele Möglichkeiten. Du kannst dich wunderbar vergleichen, du kannst Analysen betreiben und, und. Ich denke, am meisten hat mir persönlich gebracht, wenn ich mich mit jemandem direkt nach einem Flug unterhalten konnte. Mensch, sag mal, wieso hast du den Aufwind genommen oder jenen, wieso hast du an der und der Stelle die Entscheidung getroffen, wo du dann häufig auf sehr kurzer Zeitschiene dann dazu kommst, festzustellen, wo du Defizite hast, wo du selber noch was tun kannst. Also ist meine persönliche Erfahrung. Das ist auf Wettbewerben total fantastisch. Natürlich nicht nur, aber gerade auf Wettbewerben, wo man eben einen Flug wirklich mit einer größeren Gruppe auch im wechselnden Verband vielleicht gemeinsam gemacht hat. Ich habe es so oft gehabt, dass ich irgendwie auf einem Wettbewerb gelandet bin und dann wollte irgendwie mein Teampartner oder Helfer oder so sagen, hey, komm, jetzt lass uns irgendwie zum Essen gehen, ich habe Hunger. Also nee, jetzt gehen wir noch zum Uwe Warlig und fragen den, warum er das so und so gemacht hat. Und nee, jetzt müssen wir auch noch zum so und so und dann müssen wir auch noch nachfragen, weil der hat wieder was anderes gemacht. Und dann rennen wir über den ganzen Flugplatz und sammeln die Leute ein und versuchen aus denen rauszukriegen, wie für sie der Tag gelaufen ist und was sie an verschiedenen Stellen gemacht haben. Total cool, wahnsinnig effektiv zum Lernen. Zum Debriefing kann ich vielleicht auch noch was sagen, was ich habe ja den Gerrit vorhin schon erwähnt. Hallo Gerrit, falls du immer noch zuguckst. Ich habe von Gerrit gelernt, wie man ein meiner Meinung nach extrem effektives Debriefing zu zweit macht, wenn man einen Flug gemeinsam gemacht hat, zum Beispiel entweder im Doppelsitzer oder im Team. Man kann es auch zu dritt oder so machen in einer kleinen Gruppe. Und zwar setzt man sich hin nach dem Flug, wirklich mit einem Termin, sage heute um 19.15 Uhr setzen wir uns hin, machen Debriefing. Und das ist dann wirklich wie ein Meeting, also wie ein Termin, den man wirklich hat, wo man den ernst nehmen muss. Und Gerrit hat das immer so geführt und ich übernehme das immer für meine Debriefings, die ich führe, dass erstmal umgegangen wird, sozusagen eine Lightning Round, also so ein Blitzlicht, wo jeder mal kurz seinen ersten Eindruck von dem Tag einfach rausplappert. Einfach mal, jeder darf eine Minute plappern, einfach mal, wie geht es euch jetzt nach dem Flug? Und das Zweite, dann wird 3 umgegangen und dann darf jeder 3 Aspekte nennen, die heute an dem Flug besonders waren oder die heute irgendwie entscheidend waren, die besprechenswert waren, die heute interessant waren. Und die kann man dann auch ein bisschen aufschreiben und notieren. Und da gibt es dann natürlich auch Überschneidungen. Also wenn irgendeine Sache ganz besonders war, dann werden mehrere Leute diese Sache nennen. Und dann gibt es vielleicht am Ende so 3, 4, 5 Aspekte, die wirklich
alle Leute interessant fanden und die sich eben, für die sich alle interessieren. Und die werden dann eben nochmal einzeln eben einfach in der Gruppe besprochen. Und da kann der Trainer natürlich dann auch Input geben, wie das aus seiner Sicht war, vielleicht ein bisschen Theoriehintergrund liefern. Und so ist ein Debriefing meistens in 20 Minuten abgefrühstückt, mit einer ganz klaren Struktur, die auch wirklich jedem hilft, um zu wissen, was muss ich denn jetzt sagen oder was möchte ich denn jetzt wissen. Und am Ende gehen alle mit einem wahnsinnigen Grinsen aus dem kleinen Treffen raus und haben extrem viel aus dem Tag dazu gelernt und haben irgendwie auch so ein bisschen das Kapitel von dem Flug zugemacht, sodass man dann, wenn man irgendwas so nicht so gut gelaufen ist, vielleicht, dass man das dann auch nicht den ganzen Abend und die ganze Nacht noch so unbesprochen, unverarbeitet mit sich rumträgt, sondern man hat ja im Debriefing drüber geredet und damit ist das Thema, also jetzt nicht erledigt, aber zumindest so weit behandelt, dass man sich anderen Dingen wieder widmen kann. Und deswegen, also ich finde es klasse, genau so eine Struktur eben in Debriefings zu machen. Kann ich jedem empfehlen, auch wenn es weh tut, nach dem Flug, nach dem Abrüsten, vorm Essen, am Ende sogar vielleicht, alle sind unruhig, alle haben Hunger, dann tatsächlich sich diese 20 Minuten auch zu nehmen. Das ist nämlich wirklich nicht so einfach und kostet eine ganze Menge Überwindung. Ich kenne das übrigens nur sogar von einem Wettbewerb, gibt es sicherlich auch noch vor anderem, nicht abends, aber ich bin jetzt schon oft den Alpe Adria Cup in Kärnten mitgeflogen und da ist ein schöner Brauch, dass der Tagessieger der jeweiligen Klasse am nächsten Morgen beim Briefing einfach nochmal einen Kurzbericht abgibt, wie bei ihm der Flug gelaufen ist, wie er seine Entscheidung getroffen hat. Und ist eigentlich eine tolle Sache, auch wenn es noch jetzt nicht das klassische Debriefing ist, aber es gibt ihm immer mehr Input, als wenn man jetzt einen Flug wirklich nur dann auf einem der entsprechenden Portale nachvollzieht. Ich glaube, an sich kann man zusammenfassen dahingehend, dass ein Wettbewerb für ein Debriefing natürlich immer einen immensen Vorteil bringt. Also jeder wird von uns wird bestimmt die Erfahrung gemacht haben und ich weiß leider nicht, wo ich diesen Spruch gelesen habe mehr, aber wir hatten es ja schon in der Vorbesprechung gehabt, dass halt ein Wettbewerb man so viel lernt wie in einem halben Jahr Segelfliegen, wenn man frei fliegt. Weil es einfach so ist, man hat eine viel bessere Vergleichbarkeit, weil sonst ist es halt immer im freien Fliegen, war ein Pilot zu einem anderen Zeitpunkt und ich genau auf derselben Strecke unterwegs, mit anderen Absichten, meist auch anderem Flugzeug etc. Also einfach viel, viel mehr verschiedene Faktoren. Das ist bei so einem Wettbewerb man hat relativ einheitliche Flugzeuge. Wir haben alle dieselbe Aufgabe, wir fliegen alle dieselbe Strecke in einem relativ gleichen Zeitfenster noch irgendwo. Klar kann man eine Stunde noch dazwischen sein, aber durch die Fülle der Flugzeuge wird diese Stunde auch in kleinere Abschnitte gut unterteilt, dass man eine viel bessere Vergleichbarkeit hat. Und wenn man vielleicht zu dritt an derselben Stelle gerade ist und jetzt fliegen alle drei Flugzeuge in eine andere Richtung, da guckt man natürlich erstmal nicht schlecht und kann natürlich am Ende schauen, welcher Weg war denn der beste und warum war denn der besser oder schlechter als der andere. Also ich denke, Michi, du bist ja auch schon einige Wettbewerbe geflogen. Du hast das wahrscheinlich genauso mitgenommen. Ja, absolut. Also Wettbewerbe bieten da schon nochmal einen richtig tollen Vergleich und eine richtig tolle Möglichkeit zu trainieren. Wenn man das dann auch kombiniert, wenn man zum Beispiel mit Freunden Wettbewerb fliegt und dann noch ein Debriefing dranhängt, dann ist das wirklich eine ultimative Möglichkeit zu lernen. Und der Vorteil ist ja auch, dass die Wettbewerbstasks relativ kurz sind, sodass man abends meistens schon noch die Zeit hat für ein Debriefing. Wenn man jetzt auf einem langen, einem Überlandflug so in der Region 500 Kilometer aufwärts unterwegs ist, dann wird es mit dem Debriefing abends manchmal schon einfach zu spät, würde ich sagen. Das hätte sie den Leuten nicht von der WM erzählen dürfen, mit 5 Kilometer aufwärts. Aber das ist ein anderes Thema. Wir haben jetzt ja immer so ein bisschen über diesen Weg gesprochen, den man gehen muss, um vom Einsteiger zum Streckenflieger oder wo man auch immer hin möchte, eben zu kommen. Ich möchte es noch ein bisschen betonen, auch vom Mindset her, dass dieser Weg eigentlich nie irgendwo ankommt. Also, dass man jetzt nie irgendwo fertig ist und sagt, okay, jetzt bin ich fertig, jetzt bin ich fertiger Streckenflieger oder sowas. Sondern also jeder, der hier sitzt und auch die meisten anderen, auch oft sehr, sehr erfolgreichen Streckenflieger, die es so gibt, gehen diesen Weg einfach immer weiter und versuchen kontinuierlich diese Dinge umzusetzen, die wir jetzt heute Abend auch zusammengefasst haben
und versuchen auch weiterhin aus jedem Flug zu lernen, versuchen sich Ziele zu setzen, versuchen Übungen zu machen, versuchen ihr Umfeld zu gestalten, sodass sie viel fliegen können und dürfen, versuchen ihr Zeug beieinander zu halten, von mir aus ihrem Koffer oder so, dass sie einfach organisiert sind und nichts vergessen und ihre Sachen dabei. Also ich wollte nur sagen, das ist ein Weg, der nie fertig ist, sondern den man immer weitergehen kann, der aber, wir haben es ja in dieser Grafik, die ich am Anfang gemalt habe, wir haben es ja gezeigt, der wirklich immer steiler nach oben führt, insofern, dass man dann wirklich immer mehr rausbekommt, weil man einfach die Fähigkeiten bekommt, Dinge mit Segelflugzeugen zu tun, die man einfach sonst für absolut unmöglich gehalten hätte. Und das ist eben das Tolle am Segelfliegen. Das hat natürlich nicht nur Sonnenseiten. Und das ist vielleicht zum Schluss jetzt nochmal ein bisschen ein Punkt, den wir auch betonen sollten. Und zwar, das ist nach wie vor, also mich jetzt ja ein Leidensweg genannt am Anfang. Ich finde es immer noch einen zwar etwas dramatischen, aber doch passenden Begriff. Es ist mental nicht leicht, diesen Weg immer weiter zu gehen. Und das ist als Anfänger nicht leicht, das ist auch als Fortgeschrittener nicht leicht, aber es gibt immer wieder Hürden, an denen man so als angehender Streckenflieger durchaus scheitern könnte. Was sind das für Hürden und wie könnte man oder wie kann man damit am besten umgehen? Ja, die Hürden sind auf jeden Fall die Misserfolge im Sinne von, man hat sich was vorgenommen und aber bei weitem verfehlt. Und wo man sich da, glaube ich, klar sein muss, dass dieses Mindset da eine riesige Rolle spielt. Und meine Auffassung ist, dass man da ein Mindset braucht, wo man auf das Lernen fokussiert, wo man auch mal die schlechten Tage verkraften kann und verbuchen kann, eben als Fehler, den man eben gemacht hat und der notwendig war, um wieder was daraus zu lernen. Wenn man dagegen eher so ein Mindset hat und das fürs Prestige macht und für die Anerkennung und für den Score am Ende und das im Fokus steht, dann, glaube ich, tut man sich extrem schwer, mit so Misserfolgen umzugehen. Und ich kenne keinen Segelflieger, der es schafft, durchgehend immer auf extrem hohem Niveau zu fliegen. Es gibt immer mal Ausreißer nach unten und die, mit denen muss man umgehen können. Und diese, ja, ich sag mal, Frustresistenz, die muss man schon irgendwie entwickeln oder vielleicht auch einfach haben, um auf Dauer erfolgreich Strecke fliegen zu können, bin ich der Meinung. Also ja, sehe ich genauso. Ja. Es braucht auch einfach eine gewisse Resistenz gegen Rückschläge. Und man muss akzeptieren, dass man nicht immer nur in Topform sein kann, sondern dass man auch gute und schlechte Tage hat. Ich habe diese Tage erst wieder einen Flug von mir vom letzten Jahr in der Hand gehabt. Schwieriges Wetter. Ich habe gedacht, ich probiere es mal. Und ich habe dann ruckzuck festgestellt, ich habe an dem Tag schlicht und einfach auch gar keinen richtigen Spaß am Fliegen gehabt. Habe dann gesagt, okay, jetzt probiere ich nochmal. Entweder es geht jetzt am nächsten Berg oder es geht nicht. Es ging nicht. Und dann war klar, ich gehe Eis essen. Habe ich dann auch gemacht. Jeder hat mich groß angeschaut. Etliche Leute haben durchaus schöne Strecken geflogen. Ich bin dann nachmittags beim schönsten Wetter im Eiscafé mit meiner Frau gesessen. Wir haben uns gut gehen lassen. Und hinterher habe ich gesagt, ja, schade, an dem Tag wäre was gegangen. Aber im Nachgang war für mich eigentlich die ganz wichtige Erkenntnis, das war genau das Richtige, weil du kommst genau an der Stelle, an den Punkt, wo du dir vielleicht selber die Motivation für weitere Flüge vergibst. Und im schlimmsten Fall dich sogar in einen Risikobereich reinbegibst, weil das für mich auch immer ein Ausdruck ist, du bist nicht in der Form, in der du eigentlich sein solltest. Und das heißt, auch mit solchen Tagen muss man leben, die wird jeder haben. Der eine vielleicht öfters, der andere weniger, aber die wird jeder haben. Das, was der Roland jetzt gerade an Anekdote erzählt hat, ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie man mit so einem Frust, den man definitiv erleben wird, den jeder erleben wird, positiv umgehen kann. Oder zumindest, wenn man das Beste draus machen kann. Da bin ich zum Beispiel bei weitem nicht so gut. Also ich bin, ich habe immer wieder zu knabbern mit frustrierenden Erlebnissen beim Segelfliegen. Ich knabber an jeder einzelnen meiner Außenlandungen. Ich denke mir immer wieder, Mensch, das hätte doch nicht sein müssen und hätte ich doch das anders gemacht. Ich weiß, dass das nicht hilfreich ist, auf sowas so rumzukauen, aber es ist wirklich schwierig, diesen schmalen Grat zwischen dem gesunden Selbstbewusstsein und eben dem Verwinden von Rückschlägen eben irgendwie zu gehen. Und damit habe ich selbst nach jetzt irgendwie knapp 20 Jahren Segelflug oder mindestens 15 Jahren Streckenflug auch noch Probleme, muss ich sagen. Also ja, der Frust ist eine Sache, die euch begegnen wird.
Wer mal Wettbewerb fliegen möchte, wird es erleben, auf einen Wettbewerb zu fahren, wo man sich ein halbes Jahr darauf gefreut hat, dann am ersten Wertungstag dort aufzurüsten und dann am ersten Wertungstag außen zu landen, während alle anderen rumkommen. Das wird passieren oder sowas Ähnliches. Und wer sich von sowas natürlich demotivieren lässt, der muss sich vor Augen führen, welche tollen Erlebnisse einem dann verloren gehen, wenn man an der Stelle aufhört und sagt, nee, das ist nichts für mich, da möchte ich nicht weitermachen. Sondern da trotzdem weiterzumachen, das ist eben der Schlüssel, auch wenn es wirklich nicht immer einfach ist. Und das können wir euch auf jeden Fall mitgeben. Benni, du musst einfach mehr Eis essen. Ja, definitiv. Nee, aber zum Thema mit dem ersten Tag Wertungstag Auslandung gibt es ja auch ein tolles Beispiel von der DM, ich weiß nicht mehr, wann es war, aber das, wo es dem Wolli Bayer und auch passiert ist, mit seinem Teamkumpel, mit Felix zusammen, die sind am ersten Tag außen gelandet, aber haben sich nicht aufgegeben. Das war, glaube ich, wirklich eine DM und sind jeden Tag konstant weitergeflogen und haben am Ende die DM trotzdem noch gewonnen. Also es lohnt sich nicht, dann immer in der Vergangenheit zu knabbern. Die Vergangenheit ist passiert und muss dann halt auch in die Zukunft gucken und einfach weitermachen und sich aufrappeln auf der ganzen Sache, weil es ist noch nichts verloren, also einmal im Wettbewerb. Und man hat ja trotzdem auch wieder diesen Erfahrungsgewinn, dass es dann, wenn es nicht bei diesem Wettbewerb klappt, dann beim nächsten Wettbewerb klappt, zum Beispiel, oder beim nächsten Streckenflug oder alle also Möglichkeiten, was man sich vornimmt. Es sollte vielleicht nicht der Anspruch sein, nach der Außenlandung am ersten Wertungstag, die euch zwangsweise blöden wird, dann den Anspruch zu haben, den Wettbewerb am Ende trotzdem noch zu gewinnen, sondern nein, wahrscheinlich wird der Wettbewerb für euch punktemäßig gelaufen sein. Aber genießt trotzdem die nächsten Tage, nutzt trotzdem alles, was ihr könnt, um zu lernen. Und ich denke mir dann immer, wenn so ein Wettbewerb mal nicht so gut läuft und ich vielleicht da wirklich keine große realistische Chance mehr habe zu gewinnen, denke mir, mein, jetzt ist es so, in einem Jahr ist es mir egal. Ja, und ich finde diese Frage, wird mir das in einem Jahr noch wichtig sein? Die hilft mir immer, um wirklich zu unterscheiden, ist das jetzt gerade was, worüber ich mich realistisch aufregen sollte oder sollte ich da vielleicht doch eher ein bisschen ruhiger damit umgehen? Richtig cool am Segelfliegen ist ja, dass das Durchhaltevermögen so gut wie immer irgendwann belohnt wird. Ja. Ja. Das ist ein Statement, wo, glaube ich, wir alle einfach nur Ja sagen können. Man muss sich manchmal einfach durchbeißen und sagen, okay, den Tag hake ich ab, ist eine Erfahrung, daraus habe ich gelernt, wahrscheinlich, und weiter geht's. Ja, das ist doch vielleicht auch ein gar kein so schlechtes Schlusswort. Ja, mir hat es großen Spaß gemacht heute. Ich finde auch total schön, dass viele Zuschauer im Livestream dabei waren und auch im Chat relativ viel geschrieben haben. Wir haben ja auch, auf einige Dinge ein bisschen eingegangen. Ja, mit euch allen zusammen hat es mir heute wahnsinnig Spaß gemacht. Ich denke, euch allen auch. Wir von Late Night Soaring melden uns in 2 Wochen pünktlich wieder um 20.30 Uhr am übernächsten Donnerstag. Das Thema für übernächsten Donnerstag wird sein das Fliegen im Schwarzwald. Ich freue mich schon besonders drauf. Wir finden immer noch Fluggebiete, über die wir reden können und die gehen uns auch so schnell nicht aus. Also macht euch da keine großen Sorgen. Ja, und dann bleibt uns eigentlich nur noch, euch einen schönen weiteren Abend und eine schöne weitere Woche zu wünschen. Denkt dran, in 3 Wochen geht die Saison los. Nehmt das ernst. Es wird gut. Und bis dahin, ja, macht es gut. Ciao. Bis auch. Einen schönen Abend noch rein.